wollen guten Morgen, liebe Menschen aus dem Internet. Guten Morgen. Hallihallo, ich hoffe, euch geht's gut. Und ihr seid bereit für das heutige Thema. Ach, wisst ihr was? Ich schreibe noch eure Namen darunter. Das wäre ja richtig schlau. Oh, smart. Das wäre richtig schlau. Warte mal kurz. Das mache ich noch. Oder ich mache es während eurer Vorstellungsrunde. Dann mache ich kurz den Start. Und dann nutze ich gleich die Zeit. Guten Morgen, lieber Chat. So, genau. Wir sind heute extra online gekommen um diese Uhrzeit, um ein super cooles Gespräch zu führen mit der wundervollen Therese Hanig, die hier gerade zu meiner Mitte sitzt. und zwar über ihr Buch Pantopia und das Thema künstliche Intelligenz. Genau, falls ihr euch erinnert, Drachenkraut, die ja gerade auch am Start ist, und ich waren tatsächlich in der Jury für den SERAF, also das ist der deutschsprachige Literaturpreis für Fantastik. Und da war Pantopia unter anderem nämlich auch als Buch dabei und das haben wir ein bisschen ja gefressen, könnte man meinen. Deswegen sind wir super gespannt, heute ein paar Fragen dazu stellen zu dürfen. Und ich würde sagen, vielleicht stellt sich jeder einmal von uns einmal kurz vor. Svenja, magst du anfangen? Sehr gerne, sehr gerne. Drachenkraut auf Twitch und ich streame hauptsächlich Gaming, habe damit mit Medieval Fantasy angefangen und in letzter Zeit aber auch sehr viel Pen and Paper, auch eher im Fantasy-Bereich oder Horror-Pen and Paper. Ihr kennt mich ja sicherlich alle auch schon sehr häufig bei Nele auf dem Kanal gestreamt und war eben auch bei der LBM mit anwesend, als die Preisverleihung war. Und vielleicht als Hintergrund, wir hatten ja tatsächlich auch die Aufgabe, das beste Buch mit auch in der Jury auswählen zu dürfen und haben uns dann natürlich auch sehr gefreut, dass unser Favorit Pantopia an der Stelle tatsächlich auch gewonnen hat. Und so, ja, kamen wir dann so ein klein wenig zusammen. Ja, cool, freut mich mega. Ich bin echt total begeistert. Also, mein Name ist Theresa Hanig. Ich bin Autorin unter anderem und hauptsächlich von Science-Fiction-Romanen. Bei mir geht es immer um technologische Entwicklung, Gesellschaft, Zukunft, Politik. Ist alles immer ein bisschen miteinander verwoben. Ich schreibe aber nicht nur Science-Fiction, ich schreibe auch ein bisschen magischen Realismus, nennt man das. Also, es muss immer ein bisschen weird sein, immer ein bisschen off. Ich schreibe für die Taz eine Kolumne, auch immer ein bisschen über die Zukunft. Ich schreibe noch Kurzgeschichten teilweise, schreibe auch noch anderes Zeug, mache Theater, bin politisch aktiv für Frauenrechte, für non-binäre Menschen, bin im Stadtrat, mache alles Mögliche, schlafe viel zu wenig und bin sehr gespannt auf eure Fragen. Das ist mit dem zu wenig Schlaf, da bist du hier auf jeden Fall goldrichtig, würde ich sagen. Das kennen wir sehr, sehr gut. Ja, genau, für alle, die mich noch nicht kennen oder so, ich bin Nele, Froschmädchen und streame auch auf Twitch und hauptsächlich im Gaming-Bereich, mache aber auch unter anderem mal ab und an so einen Special-Stream, wie zum Beispiel heute, auch so einen Talk, auf den ich mich sehr gefreut habe und ja, den Bezug zu den Büchern habe ich tatsächlich, weil ich früher eigentlich das Vorhaben hatte, Lektorin zu werden und den Werdegang bin ich tatsächlich auch gegangen, aber bin dann irgendwo abgebogen, als Twitch da war und dann bin ich irgendwie bei der Gabelung hängen geblieben, glaube ich. Genau, und jetzt versuche ich das zu kombinieren, so ein bisschen die Leidenschaften. Yes. Genau, ja, Chat fragt auch schon, ob wir schon geschlafen haben oder ob wir durchgemacht haben. Ich würde ja lachen, wenn es nicht so... ich glaube nicht, dass wir so aussehen. Ich fürchte, Leiser Grimm kennt uns nur einfach schon ein bisschen zu gut. Ja. Also ich bin schon seit 3 Stunden wach, aber es hilft nichts. War ein gutes Vorhaben, ja. Ich hatte auch kurz überlegt, mache ich schon Sport am Morgen, um irgendwie wacher auszusehen? Und was soll ich sagen? War kein sehr realistischer Plan. Ja, genau. Wir reden ja heute über dein Buch Pantopia, Theresa. Magst du uns vielleicht kurz erzählen, worum es da so geht? Ja, also in Pantopia, ich habe es natürlich hier liegen. Mein eigenes Exemplar. Man muss sie ja immer verteidigen. In Pantopia geht es um zwei EntwicklerInnen, Henry und Patricia, die nehmen an einem Wettbewerb teil für einen bei einem Finanzdienstleister. Die sollen einen besonders guten Trading-Bot erstellen, der also an der Börse gut spekuliert und gute Gewinne erzielt. Sie machen das auch, machen das mit Hilfe eines neuronalen Netzwerks, einer KI, und innerhalb dieser KI erwacht quasi ein Bug zum Leben. Also die KI bekommt ein Bewusstsein, stellt
fest, in welcher Situation sie sich befindet, merkt, oh, die Situation ist gar nicht gut. Ich sitze hier auf dem Server einer Firma. Der Klimawandel bedroht uns gerade alle. Generell ist die Welt ziemlich am Abgrund und stellt fest, dass das aktuelle politische System weder ihn noch marginalisierte Menschen schützt und beschließt deshalb mit Henry und Patrizia zusammen, erstmal die Firma zu verlassen und dann die Weltrepublik Pantopia zu gründen, in der quasi endlich alle Menschenrechte umgesetzt werden, in der Basisdemokratie herrscht, und in der unser jetziges Finanzsystem durch einen perfekten Markt abgelöst wird, in dem alle Kosten quasi, alle Umweltkosten, alle sogenannten externen Kosten eingepreist werden und so quasi ein automatisches System entsteht, in dem alle Menschen nachhaltig und fair handeln. Und am Ende geht's gut aus. Es ist eine Utopie. Und das ist fast gar nicht so viel gespoilert, denn ich glaube, da steht alles auch hinten auf dem Klappentext drauf. Das Interessante ist quasi, wie funktioniert das alles und wie schaffen es Henry, Patricia und Einback Pantopia wirklich umzusetzen? Mega spannende Geschichte auf jeden Fall, das können wir bestätigen. Und du hast ja Politikwissenschaft studiert, ne, mit den Nebenfächern Philosophie und Volkswirtschaftslehre. Und du arbeitest ja auch irgendwie als Softwareentwicklerin, wenn ich es irgendwie richtig gelesen habe, was also die perfekten Voraussetzungen für Pantopia sind. Hast du während des Studiums auch schon irgendwie Ideen zum Buch gehabt und oder wann hat sich so der Gedanke manifestiert, dieser Geschichte? Also, ich arbeite jetzt nicht mehr als Softwareentwicklerin. Ich bin jetzt quasi Vollzeitautorin. Aber ich habe gearbeitet. Ich habe eigentlich schon immer, ja, so ab mit 16 habe ich angefangen, Computerspiele zu programmieren. Mit Freunden hatten wir da so eine Software-Klitsche. Also ich war bei denen angestellt, habe dann nach dem Studium auch SAP-Beratung gemacht. Also es quasi Software war schon immer irgendwie mit dabei, habe ich immer mitgemacht. Und im Studium selber, das ganze Studium hat mich total fasziniert, vor allem die Politiktheorie. Also es gibt ja in der Politikwissenschaft den Bereich Politiktheorie und in der Philosophie gibt es den Bereich Staatsphilosophie und das passt natürlich total gut zusammen, überschneidet sich, aber teilweise sind da auch halt unterschiedliche Schwerpunkte, wo es sehr cool ist zu diskutieren. Und ich hatte in der Uni immer so den Traum, ich mache dann irgendwann mal, also ich mache irgendwie eine Unikarriere und mache dann irgendwann mal so eine große Staatsphilosophie, weil bin ja ganz großartig, sowas kann ich ja. Ja, Pustekuchen. Am Ende des Studiums dachte ich mir, um Gottes Willen, raus hier, das reicht mir jetzt. Ich will jetzt erstmal nicht mehr Academia machen und nicht mehr eine politische Theorie entwerfen, zumal ich auch gemerkt habe, dass ich dem nichts hinzuzufügen habe. Also ich finde, im Studium lernst du ja, ist ja, oder war früher jedenfalls so im Magisterstudium, dass du nicht einen vorgefertigten Stundenplan kriegst, sondern du kriegst halt so eine Liste von PhilosophInnen und TheoretikerInnen. Machen wir uns nichts vor, von Philosophen und Theoretikern. Habe auch Philosophie studiert, ich bestätige. Ja, also Frauen, ihr wisst überhaupt nicht, welche Frau mir da untergekommen ist im Studium. Anyway, und da war ziemlich viel, halt alles Mögliche dabei, was auch heute nicht mehr relevant ist, aber es gab einfach ein paar Ideen, die ich total klasse fand und mich immer gefragt habe, warum funktioniert das eigentlich nicht? Warum macht das keiner? Und das war so enttäuschend, du lernst so eine neue Idee kennen, so eine Philosophie und denkst dir, boah, geil! Was ist schon 150 Jahre alt? Was hält sich keiner dran? Oh, okay, blöd. Und so war das halt bei vielen Dingen. Also irgendwie fand ich, wir brauchen überhaupt nichts Neues erfinden, Neues uns überlegen. Die Lösungen sind alle schon da. Und ich hatte dem nichts hinzuzufügen. Das war irgendwie blöd. Und trotzdem dachte ich mir, als ich dann ein paar andere Bücher geschrieben habe, war dann so 2019, hatte ich so das Gefühl, irgendwie möchte ich doch mal bitte jetzt, dass endlich jemand die Welt rettet mit dem ganzen Wissen, das wir haben. Und weil wir wissen ja eigentlich, wie es geht. Und warum macht das denn keiner? Und dann habe ich ja auch in mein Bücherregal geguckt und dachte mir, oh, ich brauche irgendwie was, was mich aufbaut. Ich hätte mal gern was Schönes gelesen und fand das ganz schwierig, weil irgendwie alles, was meine KollegInnen gelesen haben, war halt irgendwie Spannung oder Weltuntergang oder Thriller und so. Und oh, ich meine, nee, ich will was richtig Schönes. Ich will einfach was Schönes. Kann bitte es gut ausgehen. Und ging nicht. Und dann dachte ich mir, okay, alles klar, dann mache ich selber. Und dann habe ich eben mir gedacht, okay, ich packe von den ganzen Dingen, die ich ja schon in meinem Kopf und in meinem Herzen habe, von dem Studium, diese coolen Ideen, die ich kannte, hole ich mir jetzt einfach die allerbesten raus, die ich am coolsten finde, packe die in eine Geschichte und stelle die alle so zusammen, dass sie alle miteinander funktionieren. Weil das ist ja die große Macht, die ich als Autorin habe. Ich sage immer, Pantopia könnte funktionieren, aber natürlich nur, wenn die Grundvoraussetzungen alle so sind, wie ich sie geschaffen habe. Und deshalb habe ich sie ja so geschaffen, damit das alles in sich greift und in sich funktioniert. Und das ist quasi Pantopia. So, also eigentlich mein Plan nach dem Studium, dieses so ein theoretisches Staatsmodell beizutragen und eigentlich eine Geschichte für mich zu schreiben, um so durch die Corona-Zeit zu kommen. Das war Pantopia. Super cool.
Sehr, sehr spannend. Also das heißt so generell, ja, du hast da schon ein bisschen vorweggegriffen, die generell deine Leidenschaft für Politik, Wissenschaften und IT, das hat sich bei dir, also meinst du schon so ein bisschen in der Jugend generell manifestiert, dass du sagst, ne, das ist jetzt der Bereich, der dich einfach sehr gepackt hat. Genau, und ich habe das ja vielleicht schon mal erzählt. Also ich habe ja, also die ganzen Bücher eigentlich, die sind ja immer durchsetzt von diesen ganzen, also Optimierer, Unvollkommene und Pantopia. Da ist ganz viel Politiktheorie drin. Aber natürlich habe ich mir Mühe gegeben, das so zu verpacken, dass man sich nicht in der Vorlesung vorkommt. Sondern das sind halt Sachen, die ich cool finde. Und ich habe dann immer Bock, auch so kleine so Infos reinzufeeden und so Easter Eggs zu platzieren. Und tatsächlich vor 2 Wochen wurde das letzte Easter Egg zum ersten Mal entdeckt, was bisher noch niemand gefunden hat. Der hat mich angeschrieben und so, oh, ich weiß schon genau, was da drin ist. Das ist doch das. Das ist so krass. Du bist der Erste nach 6 Jahren, der das gefunden hat. Dabei steht sogar, ist sogar komplett Plaintext zitiert. Aber ich habe natürlich geguckt, wer findet was, und das war lustig. Jetzt wird es hier so Ich sage natürlich nicht, angeteasert. was es Ja, ist. irgendwie gemein. Ich wollte Es ist in den Unvollkommenen. Ich habe hier alle dabei. Da ist es drin. gerade Da war der letzte, fragen. das letzte Easter Egg. Okay. Hä, voll die coole Idee tatsächlich. Ja. Ja. Ich fand es auch eine der spannenden Sachen, die du erwähnt hast, dass in Pantopia quasi die KI ja auch gesagt hat, es sind alle Voraussetzungen gegeben. Nur dass man die ganzen Ideen, die die Menschheit hatte, auch irgendwie ernst nehmen muss. Und wenn man es ernst nimmt, dann könnte es funktionieren. So, ja, fand ich sehr bemerkenswert. Ja, das war in einer Rede, glaube ich, jetzt nicht, dass ich es durcheinander bringe. Ich glaube, es war von Noam Chomsky, eine Rede, die er mal ge gehalten hat vor Harvard-Absolventen. Das war so ein richtiger Rant. Und da meinte er so, also es ist schon eine Weile her, ich habe auch dieses Video nicht mehr gefunden, also es ist quasi jetzt sehr aus dem Gedächtnis. Aber das ist was, was mich total beeindruckt hat. Das habe ich vor Pantopia gesehen, dieses Video, und dachte mir, boah, krass, so ist das. Er meinte so, da ging es um halt die Harvard-Absolventen. Und wie so ihre Zukunft ist und welche Verantwortung sie haben für die Gesellschaft. Und dann meinte er so, die gefährlichste Organisation auf der Welt sind die Republikaner in Amerika. Die quasi hat so geredet, was die alles schon an Sozialpolitik kaputt gemacht haben und global und wie furchtbar das alles ist. Und da meinte er eben, wir müssen, um eine gerechte Welt zu haben, wir müssen nichts neu erfinden. Wir müssen überhaupt nicht uns neue Systeme überlegen. Es muss nur jeder fucking die Menschenrechte einhalten und die eben natürlich amerikanische Verfassung, dann läuft alles. Es macht nur keiner. Und dann jetzt bitte sorgt ihr dafür, ihr Law Students, ihr müsst jetzt dafür sorgen, dass das durchgesetzt wird. Und da dachte ich mir, ach, stimmt, also eigentlich die Gesetze, die wir haben, die sind, also, oder die Amis, ist ja schon eine Weile her, so gesehen, da war die Gesetzgebung auch in Amerika noch nicht so krass. Dachte ich mir, ja, stimmt eigentlich. Also das ist auch so, wenn ich wieder irgendwie jetzt, oh Gott, der Lindemann oder wer das gesagt hatte, Oh, jetzt die Verbindung kurz. der oder der muss die ganze Härte. Bin ich noch da? Ja, Hört ihr mich kurz wieder? gestockt. Okay, wenn irgendwelche Politiker immer meinen, irgendwelche Straftäter oder wer auch immer solle die Härte des Gesetzes zu spüren kriegen, denke ich mir, ey, was heißt denn die Härte für Gesetz? Das Gesetz ist für alle da und es muss für alle gleich hart sein, aber es muss halt für alle da sein. Und das ist doch eher das Problem, dass wir auch Steuerhinterzieher oder irgendwelche anderen Leute, die hier Maskendeals machen und dann das Geld an der Allgemeinheit vorbeischmuggeln, dass die nicht rankommen. Und dass die nicht belangt werden. Aber ich schweife etwas ab, ich merke schon. Dazu sind wir da. Ja, genau. Ja, su super spannend auf jeden Fall. Nochmal kurz darauf zurückzukommen, dein Background quasi, ne? Du hast in dem Bereich studiert. Wie kam es denn dann, dass du generell auch so zum Schreiben gekommen bist? War das schon immer auch so eine Leidenschaft von dir? Oder wie kam es während dem Studium, dass du gesagt hast, hey, du hast diese Ideen, die dir schon recht früh kamen, du möchtest es einfach generell festhalten? Oder hast du schon auf einem anderen Bereich angefangen, dann Bücher zu schreiben? Also geschrieben habe ich schon immer eigentlich. Also seit ich schreiben kann, schreibe ich Geschichten. Die erste so mit 8 oder so. Also wirklich von Anfang an sofort geschrieben. Weiß ich noch genau, habe ich schon ein paar Mal auch erzählt, da war ich halt, war mir langweilig. Ich bin zu meiner Mutter gegangen und gesagt, Mami, mir ist langweilig, sie schreibt doch eine Geschichte. Okay. Dann habe ich mich hingesetzt und habe mein erstes Buch geschrieben. Das hat dann 2 Jahre lang gedauert, aber 2 Jahre war mir dann nicht langweilig. Das war schon mal sehr gut. Und so ging das dann immer weiter. Also kaum war das erste Buch fertig, ging dann das nächste Buch weiter. So gesehen ist auch die Optimiere jetzt nicht mein erstes Buch, sondern das erste Buch, was veröffentlicht wurde. Und die anderen werden natürlich auch nie veröffentlicht, höchstens nach meinem Tod, aber dann wird es auch keiner lesen. Das ist natürlich nur Quatsch. Also das ist halt, wie man so hat, eine Fingerübung. Und
Schreibübungen und habe quasi immer schon geschrieben und habe dann im Studium eigentlich damit aufgehört. Ja, zwischen Abi, ja, im Abi habe ich die letzte Geschichte geschrieben. Mein Studium, da hast du ja so viele andere Sachen um die Ohren und schreibst ja auch die ganze Zeit irgendwelche Arbeiten, Magisterarbeit sowieso. Da habe ich dann nicht geschrieben, aber kaum war ich wieder, habe ich angefangen zu arbeiten, sofort wieder angefangen zu schreiben. Und das hat sich dann auch total super ergeben, weil die Optimierer, also das Buch, was als erstes rausgekommen ist, da kamen dann gleich so viele Infos rein, also quasi ganz viel aus dem Studium kam rein, aber auch ganz viel der Erfahrungen, die ich gemacht habe in der Arbeit. Also ich habe als SAP-Beraterin gearbeitet und war da auch zuständig für, das nannte sich damals Governance, Risk and Compliance. Also da geht es einmal um Datenschutz, da geht es aber auch um die Einhaltung von irgendwelchen internationalen Normen. Da ging es darum, wer im Unternehmen welche Rollen, welche Funktionen, welche Rechte hat, sowas zu koordinieren. Und weil das ein internationales Unternehmen war, hast du auch dann halt gucken müssen, wer international mit welchen Gesetzen das machen kann. Auch da ging es um Embargos auch, die hatten Chemikalien geliefert, dürfen die was in den Iran liefern oder nicht und zurück. Also das war. Und es ging eben auch um Datenschutz innerhalb des Unternehmens. Und das war schon mal eine sehr, sehr interessante Erfahrung, weil es auch einfach gezeigt hat, wie innerhalb des Unternehmens, was da für Möglichkeiten bestehen, die Leute zu überwachen, Informationen rauszunehmen, wie wenig da auch teilweise darauf geachtet wird, was die Leute für Rechte haben. Gleichzeitig habe ich mit einem Kollegen zusammengearbeitet, der aus China kam, der mir aus China ziemlich viel erzählt hat von seiner Familie, von seinem Background. Mit dem bin ich dann auch später mitgegangen, habe dann mit dem gearbeitet und das hat alles irgendwie so diese ganzen Erfahrungen, dieses ganze, also nach dem Studium passiert ja wahnsinnig viel in den ersten Arbeitsjahren. Das hat alles so auf mich eingeprasselt, dass ich das einfach in diese Geschichte reinpacken musste und dann war die Optimierer irgendwann fertig. Und die Optimierer ist ja eine Dystopie. Und ich finde es total spannend, dass Pantopia jetzt so eine Utopie ist, wo es quasi dann umgesetzt wird, wie es funktionieren könnte und was irgendwie eine bessere Welt wäre. War das so geplant schon in deinem Kopf? So? Nee, gar nicht. Also ist es ja auch so, man wächst ja auch mit seiner Erfahrung und als ich auch die ganze Art und Weise, wie die Optimierer geschrieben ist, also das ist immer noch ein gutes Buch. Ich bin ja auch voll happy und das hat ja auch, war ja auch erfolgreich, ist auch erfolgreich. Ich lese das auch nach wie vor an Schulen und so. Aber heute schaue ich dann natürlich ganz anders auf dieses Buch. Als ich das geschrieben habe, war es für mich ganz normal, dass man, wenn man so eine Geschichte schreibt, natürlich eine Dystopie schreibt mit einem Protagonisten und diesen und jeden Konflikten mit weiblichen Nebenfiguren. Also es ist echt ganz teilweise sehr stereotyp. Also da, das ist Literatur oder schreibtheoretisch, jetzt weiß ich nicht, ob das fürs Publikum so interessant ist, wie man so selber seinen eigenen Arbeitsprozess analysiert. Aber bis dieses Buch fertig war und bis ich da entsprechendes Feedback gekriegt habe, habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ich selbstverständlich einen Protagonisten habe und dass eine Dystopie natürlich die Form ist, was ich schreibe. Eigentlich alles, was ich bisher geschrieben hatte bis dato, waren Dystopien. Ja? Ich liebe Dystopien, also ich fühle das total. Ja, ich ja auch. Also offenbar war das ja was mir getaugt hat und das ist auch ganz normal. Also quasi, wenn ich eine politische Message habe und ich schreibe Science Fiction, dann ist das natürlich in einem dystopischen Rahmen, weil ich will ja vor was warnen, bla 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 bla. Und es war auch alles richtig. Bis mir dann halt irgendwann nach ein paar Jahren aufgegangen ist, ich habe gar keine Lust mehr, die Welt zum 100. Mal untergehen zu sehen. Das reicht mir. Ich habe das durchgezockt, den Weltuntergang. Ich kenne das schon. Da kannst du mir nichts Neues erzählen. Und auch wenn es diesmal keine Zombies und keine Aliens sind, sondern die KI, kenne ich schon. Das berührt mich nicht oder sagen wir mal so, sehr viel schwerer berührt mich das, weil ich schon diese ganzen Häkchen gesetzt habe. Und die Sache ist auch die, also es ist schon wichtig, dass man Dystopien schreibt und liest und ich glaube auch, und es ist eh wichtig, dass wir so viele verschiedene Bücher haben, weil du holst ja die Leute auch mit unterschiedlichen Stories ab. Ist ja nicht ein Buch für alle Zeit, für alle Menschen gleich gut, sondern du brauchst ja ganz viele verschiedene, weil jeder die Message anders wahrnimmt und andere Schwerpunkte hat. Aber trotzdem glaube ich, dass du mit einer Dystopie immer nur so weit kommst, weil du immer nur warnen kannst und sagen kannst, lass uns aufpassen, lass uns dieses und jenes nicht machen, denn sonst, Punkt, 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 Punkt. Und dann kann man ein Angstgefühl entwickeln oder auch eine Lethargie, weil, oh, wir können eh nichts ändern. Oder man hat so dieses Desaster-Porn, so, boah, ja, geil, gib ihm, ich will noch krasser, dass es noch krasser untergeht. Und das ist alles, hat alles seine Berechtigung, aber am Ende des Tages stehe ich ohne eine Lösung da. Ich weiß nur, was ich alles nicht machen will. Ich habe quasi immer so ein Achtungsschild. Okay, Achtung, okay. Aber das macht einen so passiv.
Und das ist so ein, und das ist ein totales Problem. Und ich habe das auch gesehen. Ich war bei so einem Klimazukunft 2050 auch in der Jury von einem Kurzgeschichtenwettbewerb. Und da waren so viele Geschichten, die alle Dystopien waren. Es war alles negativ. Es war ganz traurig. Also die Geschichten waren gut, das hat alles gepasst, aber es waren eine schlimme Geschichte nach der anderen. Und du denkst dir so, wo sind denn, wie, also wenn ich das lese, wäre ich sofort depressiv und bin wieder zurück in meinem 2019. Und ich habe gemerkt, Mann, wir brauchen positive Geschichten. Wenn mir jemand 10-mal erzählt, die Welt geht unter, wie soll ich denn von mir aus drauf kommen, wie ich sie retten kann? Wenn mir jemand 10-mal erzählt, wie man die Welt retten kann, kann ich immer noch sagen, ah, das funktioniert alles nicht, aber dann habe ich wenigstens ein Repertoire an Ideen, auf die ich zurückgreifen kann und ein Mindset, was sagt, ja, natürlich kann man die Welt retten. Habe ich ja schon 10-mal gelesen, jetzt überlege ich mir was, dann machen wir es halt so. Also das heißt immer noch nicht, dass wir es dann schaffen, aber dann haben wir wenigstens, sind wir mal enabled worden, überhaupt daran zu denken, als wenn du immer nur im Tunnel bist, oh, alles ist schlecht, alles ist schlecht, alles ist schlecht. Genau, und deshalb ist es auch für mich, war das auch so ein Befreiungsschlag und auch so ein Bedürfnis, einfach diese Utopie zu schreiben. Ich gesagt habe, jetzt habe ich alles zerhackt und alles zerhauen. Jetzt will ich, dass alles klappt und dass alles gut ist. Und aber wenn ich das mache, will ich das auf eine Art und Weise machen, die auch wirklich, wirklich funktioniert. Denn das Problem ist ja, also ich Überzeugt. erzähle es, Ja. Ansonsten ist das keine Problem ist Lösung. ja, die Optimierer, ich hatte da schon oft Diskussionen drüber. Viele Leute lesen das, nicht viele, einige Leute lesen das als Utopie. Und dann schlage ich immer die Hände über den Kopf und sage, was, das ist eine Utopie? Ja, ist doch voll geil und voll cool. Und ich bin so, ja, okay, seh ich jetzt nicht so. Und dann gibt es immer so die Diskussion, ja, Utopie und Dystopie liegt so nah beieinander. Und ich bin so, nee, das ist ein totales Missverständnis. Die Dystopie ist mega leicht zu schreiben und ganz einfach zu erkennen. Du musst quasi nur eine Sache nehmen und sie krass schlecht machen, dann hast du eine Dystopie. Und sei es nur, in der Mensa gibt es kein normales Essen, sondern Menschen zu essen. Zack, bumm, Dystopie. Oder sei es nur, die Busse fahren nicht mit Menschen, sondern mit KIs, die alle überfahren. Zack, bumm, Dystopie. Ja, also du musst, egal. Oft ist es so, dass die Systeme, in denen die Dystopien stattfinden, gut gemeint waren, aber weil sie nur gut gemeint waren und nicht gut sind, halt dann scheiße sind und dann hast du die Dystopie. Die Herausforderung bei der Utopie hingegen ist, dass du nicht nur eine Sache gut machst, sondern dass du alle Sachen gut machst. Und das ist so gut wie unmöglich, zumal du ja in der Neuzeit oder im 21. Jahrhundert mit der Geschichte, die wir hinter uns graben, gerade als Deutscher, als Deutsche, bei jedem, immer wenn du den Anspruch hast, hier, ich schreibe was Besseres, also eine bessere Welt oder ein System, was funktioniert, stehst du immer unter dem Verdacht, ein totalitäres System aufzubauen. Zu Recht auch. Also wir wurden ja lang genug enttäuscht. Und wissen, dass der Kommunismus und der Faschismus, die haben ja auch Utopien versprochen den Leuten, die an sie geglaubt haben. Und wir wissen, dass das in die maximale Katastrophe gegangen ist. Deshalb muss man auch immer vorsichtig und kritisch sein. Und dieser Verdacht, der besteht quasi zu Recht. Und so wie die Optimierer eine gut gemeinte Utopie ist, die selbstverständlich eine Dystopie ist, weil man anderen die Welt aufzwingen will, ist Pantopia deshalb eine Utopie, weil sie genau diesen Zwang nicht hat. Du hast keinen Herrscher, der dir sagt, wo es lang geht. Du hast kein System, in das die Menschen reinpassen müssen, sondern genau im Gegenteil, es ist ein Konzept, das nur das genau deshalb funktioniert, weil man die Menschen nicht ändern will, sondern die Menschen mit all ihren Fehlern und all ihrem Greed und Neid und Unterschiedlichkeit nimmt und genau deshalb sie in dieses System packt und sagt, hier könnt ihr frei sein, hier könnt ihr gleich sein. Und deshalb ist auch Pantopia meine Utopie. Nicht irgendeine, sondern das ist die Utopie. Jetzt fragen mich Leute, wann schreibst du die nächste? Sag ich, ich schreibe jetzt erstmal keine nächste. Das ist mein Beitrag zu dieser Diskussion. Vielleicht fällt mir irgendwann in 10 Jahren was Neues ein, aber das ist jetzt erstmal, das steht jetzt für mich. Das ist erstmal so, das ist so mein Pflock, den habe ich eingerammt und das ist meine Utopie. Das heißt, irgendwie generell, in welchen Genres, du hast vorhin gemeint, du liest das auch selber gerne, Dystopien und Utopien und generell, oder eher Dystopien. Ist das so dein Ding, dass du eher so in dem Bereich, ne, wie sieht es aus mit der Weltpolitik, was kann man da irgendwie, was für Möglichkeiten gibt es da? Oder hast du irgendwie privat auch noch so andere Genres, die du einfach gerne liest? Wo du sagst, Ich bin ja, wahnsinnig schlecht gebildet im Science-Fiction-Genre, leider. Also ich kann gar nicht sagen, was ich gerne lese, weil ich so querbeet lese. Ich lese gar nicht so viel Fantastik, leider. Es kommt dann immer zu so Gesprächen mit Kollegen, die sagen, ey, wo hast du das schon gelesen? Nein. Hast du das gelesen? Nein. Hast du... Okay, lassen wir es. Also es gibt, ich habe auch jetzt erst in letzter Zeit so lauter so Klassiker nachgeholt, wo man sich denkt, oh, das hättest du eigentlich schon mal lesen sollen. Also ich habe jetzt erst vor einer Woche Blade Runner fertig gehabt. Und das ist ja großartig. Ich kannte den Film,
Aber ich kann das Buch nicht. Das Buch ist ja unfassbar gut. Also der Film ist nice, ist ein cooler Actionfilm, aber das Buch ist ja gar kein Actionbuch. Also kann ich wirklich nur allen empfehlen, die nur den Film gesehen haben. Lest euch das Buch durch, das ist super emotional und geht richtig ans Herz und ist richtig, richtig mit richtig wichtigen Fragen behaftet, auch jetzt für unsere aktuelle Zeit. Ganz toll. Und sonst lese ich Literaturtipps haue ich noch raus. Die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickel. Auf jeden Fall lesen, vor allem für alle Frauen. Müsst ihr alle lesen. Das Buch unserer Generation, das feministische Buch, wahnsinnig gut geschrieben. Mein Pile of Shame-Stapel geht schon weiter hoch, sehe ich schon. Pile of Shame. Der Stapel. Und was mich auch total geflasht hat, wie heißt jetzt, kriege ich den gar nicht mehr hin, was man von hier aus sehen kann. Kurz gucken, wie das von wem das ist. Was man von hier aus sehen kann. Von Mariana Lecky. Gott, war das ein gutes Buch. Da habe ich geschrieben auf Instagram, auf Twitter, ich wusste nicht, dass man so gut schreiben kann. Da ist jeder Satz wie eine Offenbarung. Und ich denke mir, was? So kann man schreiben? Boah, so geil. Es macht so Spaß. Also von wegen so, ich höre das als Hörbuch, so gesehen. So gut kann man vorgelesen kriegen. Es ist ein Genuss. Und sonst so, Science Fiction, da ich so wenig Zeit habe, ich sage immer, ich hab echt wenig Zeit. Wir haben alle wenig Zeit. Wem erzähle ich's? Ich höre halt das meiste. Und deshalb, wenn KollegInnen halt in den kleinen Verlagen schreiben tatsächlich und nicht so kein Hörbuch haben, gehen die oft an mir vorbei. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also eigentlich kriegt man mich nur über die Hörbücher. Ist ein bisschen blöd. Fühle ich aber ein bisschen, also das ist auch so ein bisschen optimierter Arbeitsalltag, so, wenn man irgendwie neben der herkömmlichen alltäglichen Sachen, wie beispielsweise mit dem Hund rausgehen oder abwaschen, auch doch dann noch ein Buch hören kann, fühle ich tatsächlich sehr. Ja, ich habe ja noch zwei Kinder und er muss hier noch so ein bisschen die Mami und den Haushalt schmeißen. Die Mami schmeißen? Mami spielen und den Haushalt schmeißen. Und hier natürlich kochen, aufräumen, putzen, Wäsche. Da ist so ein Hörbuch immer gern gesehen. Ja. Jetzt, ich weiß nicht, sind wir da schon drauf eingegangen, die Lösung zur besseren Welt, Nele? Der Gegensatz zu Optimierer? Ja, sind wir Also, schon. ne, das Genau. war das, was du vorhin Ja. meintest, Theresa, dass du Also auch ich, ja, geplant war, wirklich ich eine. kann aber noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, wenn ihr wollt. Weil die beiden Bücher ja jeweils so einen Wahlspruch haben. Der Wahlspruch von Die Optimierer ist jeder an seinem Platz. Und der Wahlspruch von Pantopia ist, komm nach Pantopia, sind alle willkommen. Das ist ein großer Unterschied. Erstmal, dass du quasi dieses jeder an seinem Platz, also das ist ja, Optimierer ist ja angelehnt, jetzt kommen wir wieder zurück zur Politiktheorie, an die Politeia von Platon. Der hat quasi den perfekten Staat entworfen und das ist die Optimierer. Ich habe das im Studium eben gehabt, hatte das im ersten Semester, habe es überhaupt nicht gecheckt, musste das tausendmal wieder lesen, bis ich es verstanden habe. Und quasi, also es ist ein Dialog zwischen Sokrates und seinen Schülern und da geht es darum, was ist Gerechtigkeit? Und sie diskutieren ewig rum und stellen dann fest, ah, der Mensch ist ein politisches Wesen, Gerechtigkeit kann man nur in einem gerechten Staat verwirklichen. Also lass mal erstmal den gerechten Staat skizzieren. Was man halt so macht im antiken Griechenland, wenn man am Nachmittag nichts zu tun hat, lass uns mal den perfekten Staat skizzieren. Und das ist halt der perfekte Staat, aber wenn du das halt in die Realität überträgst, ist es eine krasse Dystopie, weil es halt so eine Überwachungsgesellschaft ist und so eine, jeder an seinem Platz, du hast deinen Platz in der Gesellschaft und da musst du funktionieren. Also es nimmt einem auch jegliche Entwicklungsmöglichkeiten. Also es nimmt dich quasi und stopft dich in so ein System rein und sagst, da hast du jetzt gefälligst zu sein. Und vertraue mir, es ist für dich eh das Beste. Also auch Ja, ein bisschen aus dem spannend. Bedürfnis heraus, manche Leute wollen ja auch gar nicht so viele Entscheidungen treffen, sondern die sind froh, wenn man sagt, hier bist du gut aufgehoben, hier Ja. hast du Führung, hier hast du Aufgabe, das passt. Also auch vielleicht von meiner Jugend geschuldet, war das auch so ein, fand ich das eigentlich auch eine ganz coole Idee, dass mir jemand sagt, hey, du bist hier richtig, das passt hier, du musst dich nicht tausendmal umschauen und in Frage stellen, was du tust, ist richtig und das passt. Aber wie gesagt, es nimmt eine Entwicklungsmöglichkeit und es gibt halt auch eine ganze Menge Leute, die eben sehr vielseitig sind und vielleicht noch nicht mit 20 wissen, was sie machen wollen und die fallen halt aus dem System raus oder sind dann halt, müssen in Kontemplationen, sind nichts wert für die Gesellschaft. Das war problematisch. Und in Pantopia ist es eben, hier sind alle willkommen. Scheißegal, was du machst. Scheißegal, ob du wertvoll für die Gesellschaft bist oder ob du schon weißt, was du tust. Passt. Alle rein. Alle
Ein Spruch, ich bin wirklich kein religiöser Mensch, aber es gibt einen Spruch, Jesus sagt, alle an einen Tisch. Nicht geil. Da muss man, mehr muss man gar nicht sagen. Alle an einen Okay. Tisch, hier sind alle willkommen. Um das Und alles andere klären wir dann im Gespräch. politische Gefüge von Pantopia einmal zu umreißen, magst du das einmal kurz erklären, wie es in Pantopia funktioniert? Also im Grunde genommen funktioniert Kapitalismus da ja schon. Ja, wobei da das nächste, der nächste Punkt ist, der jetzt gerade ganz diskutiert wird in den letzten Gesprächen. Ich habe das Wort Kapitalismus benutzt, was tatsächlich wahrscheinlich falsch ist. Es hätte heißen müssen, perfekter Markt. Denn der Kapitalismus hat so viele Eigenschaften, die zusätzlich zur normalen Marktwirtschaft sind, dass es eigentlich ein Kapitalismus nicht in Pantopia möglich ist. Aber wir nennen es jetzt einfach mal Kapitalismus, weil die Details eigentlich gar nicht so wichtig sind. Anyway, also, das System von Pantopia ist so, dass du quasi, wo fange ich an? Also, Grundeinkommen? das Grundeinkommen. Ja, das Grundeinkommen wird, also gut, es haben alle ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil die Idee dahinter nicht nur ist, wie schon in Optimierern, wo es auch ein Grundeinkommen gab, dass wir quasi aus der Situation, in der immer mehr Arbeit automatisiert und digitalisiert stattfindet, werden wir sehr viele Arbeitslose kriegen. Und wir werden es nicht schaffen, dieses aktuelle marktwirtschaftliche System, was wir heutzutage haben, mit viele arbeiten, wenig sind arbeitslos, das kriegen wir nicht hin, sobald diese Arbeitslosenmarke einen bestimmten Prozentsatz überschreitet. Und wir wissen jetzt schon, also das Bundesministerium für Wirtschaft und Forschung hat da ausgerechnet, dass wir mittelfristig mit 25% Arbeitslosen rechnen müssen. Das heißt, mit der jetzigen Form dieser Umlagenfinanzierung und auch mit der Stigmatisierung, die mit Arbeitslosigkeit einhergeht, werden wir das nicht schaffen, ohne große gesellschaftliche Disruptionen zu haben. Das heißt, deshalb brauchen wir auf jeden Fall über kurz oder lang ein bedingungsloses Grundeinkommen, das wiederum finanziert wird durch die Einnahmen, die du durch KI und digitalisierte Arbeit haben wirst. Also so vorausgeschickt. In Pantopia ist jetzt, kommt jetzt aber noch ein zusätzlicher Punkt hinzu. In Pantopia wird quasi gesagt, alle Menschen sind gleich, also wir nehmen die Menschenrechte ernst. Also wirklich jetzt mal echt. Ich bin genauso viel wert wie die Näherin in Bangladesch. Also kann ich mir nicht erdreisten, die auszubeuten. Das geht überhaupt nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das geht nur, wenn ich irgendwie implizit davon ausgehe, ich bin reich und im Westen und ich kann es mir leisten, deren Hungerlohn hinzuschmeißen und dass es mir egal ist, wie die wohnt. Und wenn ich sage, nee, wir müssen das wirklich ernst nehmen, jeder ist gleich viel wert, dann muss auch jeder und jede Teil des gesamten planetaren Marktes sein. Und Markt im Sinne also wirklich als Austausch von Waren, Gütern, aber auch Ideen und Wohlstand und Natur und Ressourcen. Also quasi, und damit alle wirklich Teil dessen sind und gleichberechtigt sind, brauchst du ein bedingungsloses Grundeinkommen. Unter anderem auch deshalb, damit alle auch kaufen können. Du brauchst, also wenn du quasi welche vom Markt ausschließt, kannst du auch gar nicht die Allokation und die Distribution richtig klären, weil du gar nicht weißt, was die Bedürfnisse sind. Die einen Reichen konsumieren mega viel, weil sie halt viel Geld haben. Die anderen konsumieren nichts, weil sie nichts haben, würden aber was brauchen. Also so hast du quasi ein System, alle sind gleich, alle kriegen das bedingungslose Grundeinkommen. Das funktioniert natürlich nur, wenn du keine Nationalstaaten mehr hast. Weil die Nationalstaaten sind eben genau so organisiert, dass du quasi so einen Tribalismus oder Nationalismus innerhalb hast und sagst, wir gegen die. Wir, unsere Politiker, wollen, dass es den Deutschen gut geht. Wie es den Bangladeschi geht, ist denen scheißegal. Da hast du wieder diese, also durch diese Fronten, dadurch, dass Fronten aufgemacht werden, kannst du überhaupt diese Ungleichheit schaffen. Wenn du die Grenzen auflöst, ist alles flach wie auf einer Pizza, alle sind quasi wieder gleich. Das nächste ist, dass du diese, die Finanzierung dieses Ganzen funktioniert über ein Bezahlsystem, das nennt sich PantoPay. Es geht einfach darum, dass du allen Gütern, Waren und Dienstleistungen auf dem Markt einen anderen Preis beimisst. Also jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, die Sonnenbrille, die kostet auf dem normalen Markt irgendwie 10 Euro, weil es ein Billigprodukt ist. Das heißt, das ist mit Plastik hergestellt, mit Erdöl. Die Leute, die da in der Fabrik arbeiten, haben das Brot nicht über Nacht, sie haben Krankheiten. Und das sind alles Kosten, die sie und die Umwelt halt tragen müssen in der heutigen Wirtschaft. Der stirbt halt dann mit 45, weil er immer irgendwelche Dämpfe einatmet. Ja, ist mir scheißegal, dafür habe ich 9 Euro bezahlt für die Brille. Und in Pantopia ist es eben so, dass das eingerechnet wird. Wie viel Verschmutzung hat das Erdöl verursacht? Wie viel Strom war da drin? Wie müsste der Lebensstandard dieses Arbeiters oder dieser Arbeiterin sein? Können seine Kinder zur Schule gehen und so weiter? Das wird quasi eingepreist, natürlich von einer KI, denn ein einzelner Mensch kann das ja nicht machen, das ist viel zu kompliziert. Und in Pantopia würde halt diese Brille 50 Euro kosten. Und die Sache ist jetzt die, entweder ich gehe jetzt in den Laden, sehe die Brille für 50 Euro und denke mir, boah, nee, ist viel zu teuer, kaufe ich nicht.
dazu führt, dass quasi Billigprodukte einfach weniger nachgefragt werden und deshalb auch weniger produziert werden. Oder ich sage, boah, geil, die Brille taugt mir, ich zahle mal 50 Euro, dann kriegt quasi 10 Euro das, die normale Lieferkette, die das auch gekriegt hätte. Und die 40 Euro werden einerseits verwendet, um das bedingungslose Grundeinkommen für die beteiligten Leute zu zahlen und die Natur, und die Umweltschäden, die durch die Produktion dieses Teils gemacht wurden, wieder zu mitigieren, also wieder aufzuforsten oder wieder zu renaturieren oder was. So hast du quasi ein System, was automatisch dazu führt, dass weniger schädliche Sachen produziert und gekauft werden, die Leute anständig leben können und durch jetzt noch ein basisdemokratisches Prinzip die Leute quasi selber darüber entscheiden können, wie sie die Details klären. Weil ich meine, klar, nur dass ich jetzt sage, hier, zack, bumm, hast du mal Pantopia, funktioniert die Welt ja noch nicht. Also ich bin selber im Stadtrat hier in Fürstenfeldbruck. Über was man alles stundenlang diskutieren kann, das glaubst du ja nicht. Und natürlich wird auch in Pantopia, werde ich nicht über die Bangladeschis entscheiden, sondern jeder kann halt kommunal und regional über seine Belange entscheiden. Aber alles demokratisch und alle sind beteiligt und alle sind abgesichert durch das bedingungslose Grundeinkommen. So ist ungefähr Mic drop. das Prinzip. Ja. Genau. Ja, krass zusammengefasst, krass zusammengefasst. Wie lange hast du denn an Pantopia gearbeitet? Kannst du das so ungefähr einschätzen? Also ich weiß das noch ziemlich genau, weil ich im August 2019, ach, das habe ich auch bei der Rede beim Seraph gesagt. Im August 2019 habe ich meinem damaligen noch nicht, aber dann bald Lektor Andy Hahnemann von Fischer Tor meine Idee gepitcht. Und ich bin da extra nach Berlin gefahren, um mich mit ihm zu treffen, weil ich unbedingt zu Fischer Tor wollte und diese Geschichte unbedingt unter Dach und Fach bei einem großen Verlag haben wollte, weil ich mir dachte, that's the next thing. Und dann war ich mit ihm beim Essen und habe ihm das so erzählt. Und so, ja, mach mal. Also er war jetzt nicht mega begeistert, sondern war okay. Und dann habe ich, das war im August und dann im Juni, also fast ein Jahr später, ging dann die Runde los. Also ich bin bei einer Agentur und wenn ich ein neues Buch habe oder eine neue Idee, dann schreibst du ein Exposé und quasi eine Leseprobe und die wird dann an die Verlage verteilt und die können dann bieten, ob sie das haben wollen oder nicht. Und dann war quasi diese Runde, ich hatte schon so 250 Seiten geschrieben und dann war so, ja, okay, jetzt müssen wir es mal langsam verkaufen, weil ja, also die Agentur hat da Druck gemacht. Ich dachte immer noch, ja klar, ich gehe zu Fischer Tor und die meinten so, nee, nee, jetzt lass mir erstmal anbieten. Ich so, okay, alles klar. Haben wir dann gemacht. Lustigerweise am gleichen Tag oder am Tag später meldete sich dann Andy bei mir und sagte, ja, was ist denn eigentlich mit dem Buch? Du hattest doch da mal so eine Idee. Und ich so, oh ja, cool, kriegst du heute noch. Was für ein Zufall. Naja, und dann kriegte er das und rief mich dann kurze Zeit später an. Es war ein Freitag und er meinte dann, wir müssen Montag früh telefonieren. Da dachte ich mir so, boah, krass, der hat übers Wochenende meine Leseprobe gelesen. Geil, ich krieg den Vertrag. Und dann rief er mich an und sagte so, es ist ja nix. War überhaupt nicht begeistert, fand es voll scheiße. Ich so, was, wie? Er so, ja, das ist ja überhaupt nicht das, was du mir gepitcht hast. Ich so, wie? Ja, guck mal, hier und hier und hier, hier passt es noch und dann passiert das und das und das und das und das gehört ja da wohl nicht rein. Und dieser Mann hat sich wohlgemerkt, da keine Notizen gemacht bei dem Mittagessen. Wir saßen dann Oh nur und haben gegessen und er hatte no. das alles im Kopf. Und ich habe halt, während ich geschrieben habe, voll, wie es so ist, manchmal im Tunnel, bin halt ab irgendeinem Punkt so voll abgedriftet in so einen totalen Scheiß und habe selber gar nicht gemerkt. Und er hat das halt gemerkt und konnte mit dem Finger drauf zeigen und gesagt, hier ist das Problem, das muss weg und dann musst du da weitermachen. Dann habe ich noch am Telefon mitgeschrieben und gesagt, Andy, du hast voll recht, alles klar, ich mache das jetzt. Aufgelegt, ist alles umgeschrieben, 150 Seiten weggeschmissen, weitergeschrieben, habe es neu zusammengewurschtelt, Exposé angepasst, geschickt und hat gesagt, okay, nehmen wir. Wie Klingt gut. gut. Ein Und dann Prozess. war. Ja, es war ein Mega-Prozess Krass. und ohne ihn hätte ich halt, wäre das Buch halt total in die Hose gegangen, weil es halt total irgendwo ganz abwegig gelandet wäre. Und deshalb, ich hatte das schon alles drin, also vor allem das Konzept von Pantopia als Staat, also nicht als Staat, als Konstrukt, das hatte ich schon relativ früh, weil damit hat alles angefangen. Ich wollte Pantopia schreiben, ich wusste nur nicht, welche Story ich schreiben soll. Weil je größer die Idee, desto schwieriger ist es halt, Figuren und genau, Figuren und Stories zu finden, die diese Geschichte tragen. Und deshalb habe ich habe lauter Kapitel von irgendwelchen Szenen mit irgendwelchen Leuten, die alle überhaupt nicht funktioniert haben und die, wo muss ich sagen, was ist das denn? Und ich merkte, egal was ich geschrieben habe, ich musste immer so viel dazu erklären, weil ich habe es ja gerade eben schon 5 Minuten gebraucht, um Pantopia zu erklären. Und immer musste noch, ah ja, Vorgeschichte, ach ja, das versteht man auch nicht, ach ja, okay, Vorgeschichte, um das jetzt wieder zu verstehen und so. Bin quasi in der Konzepterei, im Plot immer weiter zurückgeschritten, bis ich halt irgendwann gemerkt habe, okay, ich muss einfach ganz am Anfang anfangen und dann die Geschichte linear erzählen. Und dann kommen wir zwar erst ganz am Schluss nach Pantopia, aber dann haben wir jetzt wenigstens zwischendurch alles genau erklärt und die Schritte gemacht, uns auch realistisch dargestellt,
wie es funktioniert. Und dann, wenn es dann endlich da ist, dann funktioniert es halt. Dann sage ich das. Jetzt fertig. Wenn du gerade schon die Entwicklung von der Story innerhalb der Pantopia-Story erwähnst, wie bist du denn rangegangen, die Entwicklung der Charaktere? So, wie ist das entstanden? Ja, war auch ganz schwierig. Ich habe ganz viele Charaktere mal ausprobiert. Und das hat sich auch geändert. Also zum Beispiel, Guido war mal eine Hauptfigur. Der ist eine sehr nette Nebenfigur. Ich mag den total gern. Aber das war, glaube ich, das erste Kapitel. Ist sein Kapitel gewesen. Das habe ich, ach ja, das hat es noch nicht mal ins Buch geschafft. Das ist ein extra, ein Plus-Kapitel. Das kann man auf meiner Webseite lesen. Das habe ich mal veröffentlicht vor einem Jahr. Guido und seine Burgerbude. Der Guido mit dem goldenen Burgerbrater-Wender. Das war so eine Figur, die habe ich tatsächlich mit meiner Dramaturgin entworfen. Wir haben uns zusammengesetzt. Wann war denn das? Ja, irgendwann im Sommer 19. Und ich habe gesagt, ich habe ihr das auch erzählt, was ich schreiben will und wie das funktioniert. Und meine Dramaturgin, nur zur Info, also ich arbeite zusammen mit der Christina Schmiedl, die ist Schauspielerin und Dramaturgin und Regisseurin. Und seit eigentlich dem ersten Buch arbeiten wir zusammen, weil sie meine szenischen Lesungen immer zusammenstellt und mich coacht und mit mir die Geschichten zusammen macht. Und zwar habe ich ihr dann das so erzählt und dann haben wir also Pantopia, das Prinzip Pantopia, und dann haben wir uns überlegt, welche Figuren könnten da drin sein und welches Incentive haben die, welches Invest haben die. Und dann haben wir eben Guido erfunden und beide haben den total, wir haben den total gern gemocht. Dann habe ich so ein paar Kapitel geschrieben, okay, war cool. Und dann ging es aber weiter, wie gesagt, weil ich dieses Problem hatte, dass ich immer mich entwickeln musste, war dann irgendwann klar, okay, ich brauche auf jeden Fall die Figur des Einback, weil er die Geschichte erzählt. Und ohne ihn geht's nicht. Aber einfach eine Geschichte nur aus der Perspektive einer KI erzählen zu lassen, ist langweilig. Außer man heißt Nils Westerbör und hat ein großartiges Buch geschrieben. Das ist nämlich aus der Perspektive einer KI und das ist großartig. Das heißt, Athos 2643, ich kriege immer die Zahl nicht hin. Großartiges Buch, müsst ihr lesen. Ihr habt es ja eh gelesen aus der Jury. Jedenfalls dachte ich mir, okay, also aus der Perspektive einer KI reicht nicht. Also ich hatte schon meinen Guido, weil ich wusste, ich brauche einen Normalo einfach, der da rumrennt und wie empfindet das so ein Normalo? Und nicht jemand, der Politikwissenschaft studiert hat und eh schon weiß, wie alles geht. Ein normaler Mensch, wie empfindet er das? Also wir hatten Guido, wir haben Einback. Dann brauchten wir natürlich jemanden, der Einback erstellt. Ja, muss er sein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, cool, ein einzelner Programmierer ist langweilig, der kann ja nicht immer nur mit der Wand reden, das macht keinen Spaß. Also müssen wir auf jeden Fall zwei EntwicklerInnen haben. Ich will aber keine Love Story zwischen denen, also muss ich die schon mal so ein bisschen wegmachen. Ich habe gesagt, okay, Best Buddies, beste Freunde, cooles Team, Patricia und Henry, super. So. Dann brauche ich einen Antagonisten. Dann haben wir Angelika. Und zwar hätte ich gerne einen Antagonisten, der nicht böse ist, weil er böse ist, sondern eigentlich nur deshalb böse ist, weil er eigentlich immer das, wieder mal, Good Intentions, eigentlich immer das Richtige machen will. Also Angelika ist ja eigentlich eine, eigentlich, ich mag die voll gern, voll die Nette, die ist einfach Polizistin und halt, hält sich halt an Recht und Gesetz und will, dass das auch bitteschön alle machen und ist so verfangen in ihrer Polizeierfahrung, dass sie gar nicht für möglich hält, dass es wirklich Leute gibt, die einfach nur Gutes tun, weil sie Gutes tun wollen. Also die hat einfach die hatte halt den Glauben an das Gute im Menschen so ein bisschen verloren, weil sie so in ihren Regeln drin ist. Das ist das Problem. Dann haben wir Tom. Tom brauchte ich auch als Normalo und als so ein bisschen Jüngeren. Also noch jünger. Ich meine, Patrizia und Henry sind ja auch gerade mal Mitte 20, aber irgendwie wollte ich ich brauchte jemanden ganz Jungen. Und natürlich meine absolute Lieblingsfigur, Mikkel Seemann. Den brauchte ich. Ist so. Den brauchte ich, um die Fallhöhe herzustellen, weil, also, wir spoilern jetzt ganz arg. Wenn ihr jetzt nicht wissen wollt, wie es weitergeht, müsst ihr schnell die Ohren zuhalten. Patrizia und Henry müssen ja Einback irgendwie aus der Firma rausschaffen. Und das musste mit diesem Verrat stattfinden. Und ganz am Anfang, ich habe mit meinen Notizen nachgeschaut, Mikkel Seemann war so ein richtiges Arsch am Anfang. Die ersten Kapitel mit denen, der war so fieser, der war so unsympathisch, ja. Der war so fies und hat irgendwie seine Frau betrogen und war scheiße zu den Servicekräften und war irgendwie was. Und dann dachte ich mir, okay, und die Patrizia verknallt sich in den und das ist irgendwie so ein bisschen eklig. Und dass ich mir so, nee, das passt überhaupt nicht, weil wenn die den dann betrügt, dann denken sich, also wenn sie den verrät, dann denken sich ja alle so, ja, wie geil, der hat's verdient. Da dachte ich mir so, nee, Moment mal, der muss ganz andersrum sein. Und der muss netter sein. Und jetzt bin ich gleich gespannt, wie ihr was ihr zu Mikkel Seemann sagt. Jedenfalls habe ich dann so Mikkel Seemann gemacht, dass ich ihn halt nett fand und dass sie sich halt verknallt in ihn und dann halt dieser Verrat deshalb umso schwerer ist für sie. Und
damit haben wir, glaube ich, die Hauptfiguren durch. Was habt ihr gegen Mikkelsemann? Seemann, also ich glaube, die Intention war schon da von ihm. Also meiner Auffassung nach, wie du meintest, ne, dass du ihn eigentlich voll den Netten machen wolltest. Aber ich glaube, genau das fand ich irgendwie sehr suspekt. Und Okay. ne, also von meiner Warte aus war das so, ich konnte ihn nicht so richtig durchschauen. Und für mich war das eher sehr, ja, aufgesetzt ein bisschen, vielleicht sogar schon. Okay. Also vom Feeling von seinem Charakter her. Jetzt nicht inhaltlich, sondern wirklich so, wenn mir dieser Mensch begegnet wäre, so dann. Ich glaube, bei mir war es mehr auch das Feeling von Feminismusfront, die Patricia, die schafft es doch auch einfach allein. So, ich glaube, das war das, was so diese Grundunsympathie irgendwie hergestellt hat. Gar nicht mal unbedingt auf ihn jetzt und seinen Charakter gemünzt, sondern weil ich mir aus meiner Perspektive irgendwie eine Frau wünsche, die das einfach alleine packt. Aber von der Story her alles total einleuchtend und super spannend. Also ich würde es tatsächlich von der Geschichte her gar nicht ändern wollen. Das war nur so mein innerer Kampf, den ich mit mir ausgetragen habe während des Lesens. Kleiner Fun Fact. Wieder, um nochmal darzustellen, wie großartig mein Lektor Andy Hahnemann ist. Er wollte mir den rausstreichen. Der hat gesagt, nee, also es funktioniert überhaupt nicht. Der Mikkelsemann, das ist ja so ein Waschlappen, so ein Depp. Nee. Und ich so, spinnst du? Und natürlich kann man, warte ich kurz, bis du zuhörst. Ich hab gerade erzählt, dass mein Lektor den auch scheiße fand, den Mikkelsemann, und den Volt rausstreichen wollte. Ja. Und alles Szenen mit ihm gestrichen hat. Ich gesagt habe, Andy, kein Wunder, dass du den nicht magst und die Entwicklung nicht nachvollziehen kannst. Wenn du mir alle Szenen streichst, dann bleibt da nichts mehr übrig, außer Hallo und Tschüss. Was für ein Scheiß. Und dann habe ich es mir halt so Aufgabe gemacht, den nochmal umzuschreiben. Also der war am Ende offenbar noch kreiseliger. Und habe ihn dann doch noch so umgeschrieben, dass dann Andy irgendwann gesagt hat, ja, okay, also jetzt kann er es auch verstehen. Aber meinte er, aber Theresa, wenn du Kritik für dieses Buch einstecken musst, dann für den Seemann. Da ist ja okay, das werden wir ja mal sehen. Und wer hat recht? Tada! Er hat recht. Ja, Ja, herrlich. was heißt Kritik? Also es ist natürlich also auch ein Stilmittel irgendwie, dass man nicht mit allen Charakteren direkt eine Verbindung hat. Und ich fand ihn ja in dem Sinne einfach so, gerade im Vergleich zu Patricia und Henry, die von denen man sehr viel Gefühl auch mitbekommen hat und sehr viel Gedankeneinblicke hat, war bei Mikkel immer so ein bisschen, worauf ist er aus? So, was ist seine Mission? Und das hat mich so ein bisschen, weiß nicht, stutzig werden lassen, einfach ob mit dem so, ob das alles so Ist passt. witzig. Kriegt auf jeden Fall einen Bogenchat. Also ihr müsst das Buch auf jeden Fall lesen, um zu wissen, wie das Ganze ausgeht und warum das auf einmal alles Sinn ergibt. Genau. Unbedingt. Schon, das gibt Yep, alles Sinn. auf jeden Fall. Schön. Ja. Denkst du selber wirklich, dass eine KI so die Lösung für eine bessere Welt sein kann? Und wenn ja, glaubst du daran, dass die Menschen auch wirklich bereit wären, sich darauf einzulassen? Nee. Also ich finde auch, es ist nicht so, dass die KI die Lösung ist, sondern also zweierlei Sachen. Erstens brauchte ich halt in dem Buch die KI, um dieses ganze System, was ich mir ausgedacht habe, zum Laufen zu bringen. Um es auch glaubwürdig zu machen, weil wenn das ein Mensch macht, dann hast du, wie gesagt, immer den Verdacht, oh, der will ja Herrscher werden, der hat selber Greed und will und so. Und das hatte ich halt ausgeschaltet, weil von Anfang an klar war, Einbeck hat keine Eigeninteressen und hat von Anfang an klargestellt, er ist da, weil er sich halt als Gleicher empfindet und nicht als Übergeordneter. Und das Zweite ist, dass ich habe ja auch schon das Spiel schon zweimal gespielt, die KI wird böse. Ich wollte einfach mal nicht diesen gleichen Weg immer gehen, den alle gehen. Es ist ja eher so, dass alle mal Angst haben, wenn die Singularität kommt, dann haben wir verkackt als Menschheit, weil dann wird er uns verdrängen, weil dann ist ja klar, dass wir in Konkurrenz stehen und so. Diese ganzen logischen Schritte sind überhaupt nicht logisch, sondern die funktionieren nur dann, wenn man ein ganz bestimmtes Menschenbild hat und einen ganz engen Gedankenkorridor. Und den wollte ich aufweiten, weil also die Überlegung ist ja, wir erschaffen eine KI, die ist dann schlauer als wir, denkt, wir sind eine Bedrohung und schaltet uns aus. Okay, aber nur das, aber dann, das würde ja nur funktionieren, wenn du davon ausgehen würdest, dass du ein intelligentes Wesen schaffst, das A intelligenter als wir ist, aber trotzdem den gleichen Scheiß denkt wie wir. Also das macht in sich schon mal keinen Sinn. Nur weil, also dass du quasi ein,
den Darwinismus oder die Evolutionstheorie in deine eigene Kreatur mit reinpackst. Aber das muss überhaupt nicht sein. Also wir konkurrieren überhaupt nicht um den gleichen Lebensraum, um die gleichen Ressourcen. Das Einzige, worum wir konkurrieren würden mit einer KI, ist Strom und Energie. Ja, kann sein, dass die sagen würde, okay, ich will immer mehr, aber nur weil, dann müsstest du ja aber vorher einprogrammieren, dass sie an sich ein Streben nach immer mehr und Reproduktion hat, so wie wir. Also biologische Wesen haben ein Streben nach Reproduktion und nach Ausweitung des Lebensraums, aber doch nicht eine KI. Also wir projizieren so viel aus der Biologie in diese KI hinein, dass wir so Ängste schaffen, die aber überhaupt nicht notwendig sind, sondern nur, weil wir sie reingepackt haben. Und meine Idee war halt zu sagen, ey, wenn wir mit einem ganz anderen Menschenbild rangehen, wenn wir von Anfang an sagen, die KI ist ja sowieso erschaffen, also jetzt, was wir gerade tun, ist ja, dass wir KI als Helfer und als Servant und als Partner schaffen. Warum sollte die evil werden? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und wenn du von Anfang an ihr das reinpackst, dass sie eben im Konzert, in Kooperation mit uns existiert, dann macht es noch weniger Sinn, weil die ja mit uns zusammenwächst. Und noch was, was oft gesagt wird, ja, die KI, wenn man der sagt, sie soll quasi die Lösung für uns alle Probleme finden, quasi die Natur retten, dann wird sie feststellen, dass wir Menschen das größte Übel sind und uns dann ausrotten, damit die Natur weiter existiert. Ist auch ein Bullshit-Argument, denn der Natur sind wir scheißegal. Die Natur überlebt uns sowieso. Die Menschen, wenn man sich also Natur anschaut, wie lange gibt es das Universum? 15 Milliarden Jahre. Menschen gibt es ein paar hunderttausend Jahre. Das ist doch scheißegal, ob wir noch 2 Millionen Jahre die Erde zerstören. Danach wuchert alles zu. Also die Natur hat weder Agency noch irgendeinen Willen. Die funktioniert einfach und die ist tausendmal mächtiger als wir Menschen selber. Das heißt, die Natur muss nicht vor uns gerettet werden. Das Einzige, was wir kaputt machen, ist unsere eigene Lebensgrundlage. Und natürlich ein paar Millionen Arten. Aber also das ist super schade und super traurig und super schlimm, aber dass die Natur an sich als Entität, weil die KI wird ja jetzt nicht die Eisbären retten. Also, ne, du kannst ja nicht sagen, KI muss die Eisbären retten, deshalb rottet sie die Menschen aus. Es würde nur Sinn machen, wenn es so ein größeres System wäre. Aber selbst das größere System ist so viel größer als wir, dass es auch keinen Sinn machen würde, weil warum sollte die Gesamtheit der Eisbären wichtiger sein als die Gesamtheit der Menschen? Die Menschen gehören auch zur Natur. Also was ich damit sagen will, ist, dass die KI entweder unseren Lebensraum rettet, dann kann sie uns aber nicht ausrotten. Sie kann uns vielleicht die Kraftwerke stilllegen und den Strom abdrehen, um zu sagen, ich rette euch als biologische Entität. Aber euch zu vernichten, macht in dieser Situation überhaupt gar keinen Sinn. Und deshalb sind diese Horrorszenarien auch total konstruiert. Weil wir sind auch Teil der Natur. Nee, Ich bin ein ist bisschen ja. abgedriftet. Nee, finde ich voll spannend, weil ich hatte immer den Gedanken, das ist ja immer die Angst, die da so mitschwingt, dass man eine KI entwickelt, die der Menschheit helfen soll, den Lebensraum zu erhalten und dann stellt sich aber raus, weil die KI ist halt viel schlauer als der Mensch. Der Mensch ist das Problem. Ja, aber genau, aber das Genau. Problem von wem? Ja, das finde ich gerade super Es spannend, gibt. dass du es gesagt hast, weil an sich sind wir ein Pups im Universum so und klar wurde die KI dann entwickelt, um den Menschen irgendwie auch zu helfen, diesen Lebensraum zu erhalten, ja. Ergibt schon Sinn. Finde ich super spannend. Ja. Was meinst du denn, ist das größte Problem der Menschen? Die Menschen. Die Menschen. Tada, da sind wir doch Ja. wieder dabei, ja. Das Dumme ist, dass diese ganzen, ja, selbstverständlich, also wie es immer so ist, einfache Fragen auf komplizierte Antworten, auf komplizierte Probleme sind immer falsch. Es hängt halt alles so viel zusammen. Es hängt unser Lebensstil zusammen mit unserem Gesellschaftsmodell, mit unserem Finanzmodell, mit unserer jahrelangen, mit dem Patriarchat, mit dem Gewalt, mit der althergebrachten Art, wie wir Macht erhalten, dass Geschichte eigentlich nur die Geschichte der Kriegsführung ist. Also wenn man sich anschaut, was man in der Schule lernt über Geschichte, ist es Herrscher, Schlacht, Herrscher, Schlacht, Herrscher, Schlacht, Katastrophe, Herrscher, Schlacht, Gebäude. So, das ist Geschichte. Und das repräsentiert halt ein Millionstel Prozent dessen, was eigentlich die Menschen gemacht haben die letzten 100.000 Jahre. Und Ja. es wäre viel interessanter, halt sich anzugucken, wie haben die gelebt, was haben die gemacht, was waren deren Spiele, was waren deren Geschichten, wie haben die interagiert. Und ja, der Herrscher war auch da, klar, aber zum Beispiel, ich lese gerade, hörlese gerade Die Flamme der Freiheit von, ich kurz gucken, wer es geschrieben hat. Schweigen. Von Jörg Bong über die Deutsche Revolution 1848. Wenn man sich überlegt, was man in der Schule lernt über Hambacher Fest und den Vormärz und die Revolution, da lernst du, ja, weiß ich gar nicht mehr, was man nennt.
Aber es ist relativ wenig und auch in der heutigen Geschichte hat es relativ wenig Relevanz, was da passiert ist. Aber wie viel Gedanken an Demokratie und gesellschaftlicher Umsturz und Freiheit und auch Emanzipation damals schon da war und wie wichtig das eigentlich für uns heute wäre und wie wenig darüber geredet wird im Vergleich zu, ah ja, Deutsch-Französischer Krieg, Deutsch-Deutscher Krieg, Versailles, Erster Weltkrieg, Dolchstoßlegende, Zweiter Weltkrieg, da, da, da. Also klar ist es wichtig und natürlich müssen wir darüber Bescheid wissen, aber ich finde, dass immer viel zu wenig über die ganzen demokratischen und die Gegenbewegungen stattfindet. Weil auch damals schon, vor mittlerweile ja fast 200 Jahren, also wenn du dir das durchliest, welche Leute da auch beteiligt sind, da schlackert man richtig mit den Ohren, wie cool, was Menschen schon für coole Gedanken hatten und wie cool wir eigentlich wären, wenn wir uns damit beschäftigen würden und nicht immer nur unser Augenmerk eben auf die Kriege und auf die Herrscher packen würden. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt da gelandet bin. Mit der Aber es Frage, ist auf was jeden das Fall eine dieser Empfehlungen. größte Problem der Menschheit. Ja, das ist jetzt alles auch sehr geschichtlich aus der Vergangenheit auch ein bisschen aufgegriffen. Ich finde aber auch generell in Pantopia selber, also in dem Buch, finde ich sehr, sehr spannend, wie Einbeck auch denkt, wie er zu einer Lösung kommt und dann aber merkt, okay, aber das ist nicht nur das, was du auch vorhin meintest, nicht nur diese eine Sache, die man dann richtig macht, um die Utopie zu schaffen, sondern eben auch diese vielen kleinen Bereiche. Und das ist mir in dem Buch auch sehr aufgefallen, dass Einbeck wirklich auch so einen Prozess durchlebt, wo er sagt, okay, wir müssen erstmal das schaffen. So, wenn das irgendwie durchdacht ist, dann kann man das ja nicht einfach so machen, sondern dann brauchen wir auch noch die Staaten, die weg müssen, ne? Also, dass er sich wirklich auch Gedanken darüber macht, was muss alles gegeben sein, damit das funktioniert. Und da musste ich gerade auch nochmal dran denken, wie, ja, die Lösungen zeigen ja auch, wo die Probleme liegen. Und das fand ich Genau. im Buch sehr, 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 sehr schön auch aufgedröselt, so ein bisschen, ne? Wie man dazu kommt, auf diese Gedanken so. Und da wird man auch auf vieles darauf aufmerksam gemacht. Ich sage jetzt auch nicht zu viel. Was im hinterher natürlich denke, ja logisch, klar, so kann es gar nicht funktionieren, dass es gut läuft. Oder? Wie willst du, wenn jedes Land eigene Gesetze hat, alle gleich behandeln? Funktioniert nicht. Und das ist, also es war ein sehr spannender Prozess generell, was man im Buch auch mitgenommen hat. So mit Henry und Patricia auch gemeinsam zu lernen, was Einbach sich da alles ausdenkt. Das war sehr spannend. Die waren auch Ja, irgendwie cool, immer das so. freut mich voll, weil das war ja mir auch ein Anliegen tatsächlich. Also mir ist es echt ein Anliegen, dass dieses Ding funktioniert. Wir haben keinen Einback, okay, aber dass grundsätzlich jeder Schritt möglich ist und nachvollziehbar ist und Genau. ja, Mann, Ja, das genau dieses funktioniert. Nachvollziehbare fand ich. Genau, das hat mich sehr überrascht. Ne, ich dachte natürlich, okay, ist ein Fantasy, ne, Science-Fiction-Bereich so, ist alles eine Utopie, deswegen heißt es ja auch so. Aber am Ende vom Tag war tatsächlich jeder Schritt nachvollziehbar. Und du hast dir gedacht, ja, eigentlich logisch, eigentlich müsste, könnte gehen. So. Aber ja. Ja, gerade deswegen finde ich es spannend, dass Theresa sagt, sie glaubt nicht daran, dass das die Ja. Lösung wäre für die Menschheit. Das finde ich total spannend, weil nach dem Buch war so mein größtes Problem tatsächlich, ja, okay, ich will das jetzt aber auch. So. Ja, das ist geil. Also sagen wir mal so, wenn jetzt alle Leute Pantopia lesen würden, dann wird es funktionieren. Also du brauchst ein entsprechendes Mindset dafür und ja auch Ja. eine, also diesen Funken, du brauchst diesen Aktivismus, du brauchst den Willen dazu, aber es ist auch klar, dass du nicht dein Leben lang in Agitation oder in Aktivismus verbringen kannst. Du kannst vielleicht mal auf eine Demo gehen und du kannst mal aktiv sein, aber spätestens nach 2 Wochen Aktivismus sagst du irgendwann, boah, ich brauche eine Pause, ich brauche mal wieder ein normales Leben. Deshalb gehen ja auch die wenigsten diesen Schritt und werden dann wirklich revolutionär. Also deshalb muss das auch relativ schnell gehen. Das Problem ist halt einfach, dass solange Pantopia nicht da ist und solange kein Agent da ist, der das macht, also Agent im Sinne von Handelnder, der das wirklich in die Hand nimmt, keine KI, hat auch niemand die Macht. Ach, also das ist sowieso total schwierig, auch an den Utopien. Warum ist es schwierig, das Utopien zu schreiben? Normalerweise hast du so diese Heldenreise, du hast so den einen Helden, der aus der Normalität rausgerissen wird, alles rettet und zack, bumm. Und dafür ist unsere Welt viel zu kompliziert. Das funktioniert überhaupt nicht. Das kann überhaupt nicht funktionieren, beziehungsweise wenn du diese Geschichte erzählst, wirst du sehr unglaubwürdig. Das heißt, je größer quasi das Thema ist, was du bearbeitest, desto unfassbare Superkräfte muss dieser eine Held haben oder desto größer musst du das Netzwerk machen. Und deshalb brauchst du so ein aktivistisches Netzwerk. Und das wiederum funktioniert nur, wenn du eben eine Identifikationsfigur, einen charismatischen Revolutionsführer hast. Also schau dir irgendwie amerikanische Bürgerrechtsbewegungen an. Martin Luther hier, Gandhi da, Che Guevara. Das waren immer Leute, die hatten quasi Charisma und die haben die Leute geführt und die haben die begeistert. Und wenn du sowas nicht hast, ist es wahnsinnig schwierig, so eine auch diverse, so eine vielfältige Gruppe, die ja vielfältig sein muss, weil das ist ja die Stärke eigentlich, dass wir nicht irgendwie einer, wir sagen, ah, ein Volk und nur wir,
dass du die nicht mehr führen kannst. Und dann zerbröselt dir das und du verlierst dich in internen Streitereien. Ist ja eh so bei den Linken so. Das habe ich dann auch geschrieben. Die Feministinnen mit den FeministInnen verstreiten sich. Also, du. Während, also das ist auch, glaube ich, der Grund, warum die Rechten gerade so einen Auftrieb haben und die Rechten immer einen generellen Vorteil haben, weil du musst nur dir ein Feindbild sagen und alle einigen sich auf das Feindbild XYZ ist scheiße und darauf kann man, da haben wir 100 Stunden drüber reden und die Linken fragen sich, ja, ist das jetzt noch in Ordnung, das so zu sagen oder so und zerstreiten sich mit irgendwelchem Mist und deshalb haben die Rechten immer mehr und schneller irgendwie eine Arschlochbande zusammen, Spannend, um ja. Probleme zu machen. Verstehe. Ja, deshalb ist es sau schwierig, einfach ohne Einback und ohne charismatische Figur so eine Ja. Revolution zu starten. Und was einfach hinzukommt, diejenigen, die am meisten davon, die am wenigsten davon profitieren würden, haben die meiste Macht in diesem System im Augenblick. Deshalb sagte ich ja, also deshalb musste in Pantopia das bedingungslose Grundeinkommen ja auch so hoch sein, dass ich gesagt habe, die am wenigsten Macht haben, die müssen so krass davon profitieren, da mitzumachen. Das alles, das ist einfach nur, also die müssen keine guten Menschen sein, sondern die muss sie einfach nur dafür bezahlen, dass sie in dieses System reingehen und dann dreht sich der Laden von alleine. Im Augenblick hast du ein System, wir haben tausende Milliardäre auf diesem Planeten. Da hat jeder von denen hat so viel mehr Macht und Einfluss, jetzt noch nicht mal verschwörungsmäßig, sondern einfach, wo der, in welche Aktien der investiert, in welche Startups der investiert, welche Leute der aus seinem Netzwerk kennt und mal anruft und sagt, ey, kannst du nicht mal eben? Also das ist noch alles sogar ohne fiese Korruption haben diese extrem reichen Menschen auf diesem Planeten einfach so viel mehr Macht Ja. als du und ich. Und bis wir mal eine Demo zusammenkriegen und über Crowdfunding ein paar tausend Euro eingesammelt haben, hat der sich einfach schon drei Yachten gekauft und fünf Politiker bestochen. Also deshalb ist es einfach so, wahnsinnig schwierig im aktuellen System das zu machen. Ja, voll nachvollziehbar, wirklich. Ja. Genau, der Punkt mit dem Geld fand ich dann auch sehr, sehr spannend, dass Einback wirklich gesehen hat, okay, was ist der Code der Menschen? Das fand ich sehr, sehr Ja. spannend, auch diese Begrifflichkeit zu nehmen. So, weil es stimmt, das, was den Menschen antreibt, wofür er sich jeden Tag entscheidet oder seine Entscheidungen sehr stark abwägt, ist halt das Geld. Also natürlich sollte man den Anreiz, das Geld nehmen, um was zu verändern, weil dann brauchst du nicht den Menschen umprogrammieren, sondern du nimmst einfach das Geld und legst den Fokus woanders. Und das fand ich sehr. Genau, und das ist das nächste nochmal. Also wenn man sich damit beschäftigt, ich weiß nicht, wie viel von euch ein bisschen was von VWL oder von Finanzwirtschaft verstehen. Wenn ihr das nicht macht, recherchiert mal, was Geld ist. Es ist so krass, wenn du dich. Man denkt ja so, man hantiert jeden Tag damit. Man weiß, klar weiß ich, was Geld ist. Ich mache mit Geldbeutel auf 10 Euro-Schein drauf und kann damit mir Brötchen bezahlen. Ja. Geld ist so ungefähr das Absurdeste, was wir Menschen erfunden haben. Geld ist nicht einfach Geld. Geld entsteht aus dem Nichts. Also wie es auch ein Pädobe gesagt hat, es ist wirklich so, du machst Schulden an der Bank und dafür kriegst du Geld und dann wächst die Wirtschaft. Geld wird jeden Tag erfunden, aus dem Nichts erschaffen. Das, wofür jeder von uns hart schuften muss, um seine Brötchen zu bezahlen, kann die Bank einfach mit einem Klick oder mit einem Tipp oder was man jetzt macht, aus dem Nichts erschaffen. Hört sich total unglaubwürdig an, ist es auch, aber wir machen es trotzdem die ganze Zeit. Geld ist einfach eine Erschaffung aus dem Nichts. Völlig absurd. Was ich in Pantopia aber auch so cool fand, war die Betonung, dass man einerseits natürlich das Geld hat, andererseits aber auch Einback gesehen hat, dass es noch eine andere Währung gibt, die den Menschen sehr wichtig ist und das ist dieses soziale Ansehen. Und das fand ich total spannend, dass wenn jeder Mensch dieses Grundeinkommen bekommt und quasi sich keine Sorgen mehr machen muss über Essen und so weiter und so fort, trotzdem diese soziale Währung irgendwie dieses soziale Ansehen steigen möchte, weswegen man halt dazu neigt, ein besserer Mensch zu sein und eben fürs ganze System zu arbeiten. Das fand ich sehr cool. Ja, das ist gar keine Idee von mir. Ist ja wie gesagt alles gar keine Idee von mir. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich das da oben stehen habe. Ich glaube, ich habe es verliehen. Das ist das Blöde. Die besten Bücher habe ich immer nicht da, weil ich die immer verleihe. Im Grunde gut von Nice. Rutger Bregmann. Finde ich es jetzt? Nein. Also, war echt ein Eye-Opener für mich, dieses Buch. Also erstmal Utopien für Realisten war schon ganz toll. Kann ich auch empfehlen. Oranges Buch, ganz toll. Und dann Im Grunde gut von Rutger Bregmann. Und da geht es eben darum auch, dass man sein Mindset ändert, dass wir halt, weil uns dauernd erzählt wird,
Homo economicus, hier der Mensch ist ein nutzenmaximierendes Wesen und die wollen alle nach Gewinn streben und das ist ja ganz vernünftig und bla 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 bla. Und das hörst du 100 Mal und dann zweifelst du es nicht mehr an. Und denkst, ja klar, die wollen, wir sind ja in der Konkurrenz und wir müssen Ellbogen ausfahren, jeder muss der Beste sein. Konkurrenz belebt das Geschäft, dann werden die Produkte besser und dann kriegst du Innovation und yay und so funktioniert die Welt. Und wenn es dir 100 Mal erzählt wird, glaubst du dran. Weil warum solltest du nicht dran glauben? Das erzählen ja alle weiter. Und Rutger Bregmann bricht eben damit und sagt einfach, stimmt einfach nicht. Dass man einfach davon ausgeht, das stimmt nicht. Und einfach sagen, die Menschen sind super soziale, altruistische Wesen. Und ja, die konkurrieren auch ein bisschen. Aber im Grunde machen die die ganze Zeit nicht Konkurrenz, sondern Kooperation. Alles, was im familiären Rahmen stattfindet, dieses ganze hier Care-Arbeit von Frauen und so weiter. Ganz anderes Thema. Aber seit Jahrtausenden machen wir das. Seit Jahrtausenden versorgen wir unsere Kinder, unsere Alten, unsere Beeinträchtigten. Wir haben Gesellschaften, wir haben Sozialsysteme entwickelt. Wir haben unfassbar viele Stunden, die ehrenamtlich geleistet werden. In Jugendarbeit, in Politik, in der Natur. Wir haben wahnsinnig viele Vereine und so was. Das ist alles Arbeit und Engagement, was nicht Niederschlag findet in unseren Wirtschaftsberichten. Da geht es ums BIP, da geht es ums GDP, da geht es nur ums Geld. Und das komplette andere wird einfach ausgeblendet. Und weil da nie drüber berichtet wird und es auch überhaupt nie thematisiert wird, wie jeden Tag die Schulweghelfer da stehen in aller Herrgottsfrühe und die Kinder die ihren Straße begleiten. Wie nett ist denn das? Ey, wie cool ist denn das? Keine Sau redet darüber. Nee, Mark Zuckerberg hat wieder 200 Milliarden hier. Bla. Ist scheißegal. Wichtig ist der Schulweghelfer. So, und wenn wir das einfach mal, wenn wir den Fokus quasi shiften und uns gucken, was da die ganze Zeit passiert, dann sehen wir, dass das eigentlich einen viel größeren Bereich unseres Lebens einnimmt, als ob ich jetzt einen Nutzen maximiert und 2% Gewinn an der Börse gemacht habe. Und so, wenn man quasi diesen Shift hinbekommen hat, dann merkst du auch, natürlich ist Geld wichtig, um seinen Lebensunterhalt zu bezahlen und irgendwie voranzukommen. Aber das wirkliche, jetzt mal ganz normal gesprochen, das Glück, das Lebensglück, warum wir auf der Erde sind, ist ja nicht, dass ich jetzt mehr Konto, in das ich 2% mehr Aktiengewinne habe als der anderen, sondern dass ich eine Familie habe, dass ich Freunde habe, dass ich Muße habe, Zeit für mich. Das sind so Begriffe, die in der Kapitalistengesellschaft so abgetan werden. So, ja, so gedönt. Ja, Muße. Oh, Life-Work-Balance. Gibt es ja genug Politiker, die da wieder das Hirn platzen könnte. Selbstverständlich sind wir auf dieser Welt nicht, um 1000 Stunden am Tag zu arbeiten. Eigentlich sind wir hier. Douglas Adams hat das ganz schön beschrieben. Die Menschen denken, sie sind intelligenter als die Delfine, weil die Menschen 40 Stunden arbeiten, Anzüge anziehen und telefonieren und die Delfine den ganzen Tag nur spielen. Die Delfine denken, dass sie schlauer sind als die Menschen, aus genau den gleichen Gründen. So, Ups. Mic drop. Mic drop, genau das. Also, Spannend. es ist einfach, Ja, wo legen wir den Fokus drauf? das stimmt Und schon. ja. Mehr. Ich würde gerne auch den Bogen machen, glaube ich, zum allgemeinen Thema künstliche Intelligenz, dass wir da nochmal drüber sprechen. Erstmal zum Thema, was ist das überhaupt? Künstliche Intelligenz ist die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen und Planen und Kreativität zu imitieren. Und da würde ich einmal die Frage rausgeben. Da darf der Chat auch gerne ein paar Beispiele geben, wo, in welchen Bereichen wir künstlichen Intelligenzen tatsächlich schon begegnen, möglicherweise auch schon in den vergangenen Jahren, was euch da so einfällt. Ja, dürft ihr gerne mal reinschreiben, Chat. Ich habe da noch sehr lange drüber nachgedacht und mir sind erschreckend sehr, sehr viele Sachen eingefallen. Internet. Interessant finde ich, dass du die KI-Definition der Europäischen Kommission genommen hast. Ja, ist dir aufgefallen. Widersprichst du? Du darfst gerne Nee, gar editieren. nicht. Nee. Ich habe nur tatsächlich da letztens einen Vortrag drüber gehalten und habe mir Ja. auch überlegt, ich muss mal kurz gucken, welche Definition ich nehme. Und ich bin dann eben auch bei der gelandet. Und Ja. weil eben es am Schluss geht um imitieren, dachte ich mir, okay, ist was anderes. Weil du fragst du 100 Leute, hast du 100 Definitionen. Ja. Auch 100 Experten hast du 100 Definitionen. Und deshalb fand ich es ganz lustig. Ich muss gucken, was ich hier von meinen Vorträgen habe. Ah, Chatbots wird hier geschrieben. Ich schreibe gerade ein paar Chatbots. Nice. Das sind die ganzen Twitcher hier. Spamfilter, Telefonbots.
Ich glaube, ein großes Thema wäre auch allgemein Werbung, wenn man darüber nachdenkt, wie smart Werbung mittlerweile auch ist, so. True. Algorithmen, absolut, absolut. Von Netflix, YouTube, aber auch was Werbung angeht, auch von, ich glaube, auch TikTok und so weiter. Ich glaube, das ist halt erschreckend, wie gut der Algorithmus einen kennt und bespielt. Und auch, ja, wie sagt man, so gerne man dem auch widerspricht und sagt, nee, nee, das bin ich ja gar nicht. Das interessiert mich ja gar nicht. Ja, der Algorithmus lügt Ja, aber eigentlich oft nicht guckt man so. ja auf was, was man total kacke findet und denkt sich, was ist das denn? Und dann kriegst du es ständig reingespült. Also ich hatte letztens was, da habe ich mir so Leute, die so ganz Glück haben irgendwie, so wie heißt das, Lucky People oder sowas, wo die halt gerade nicht vom Blitz erschlagen werden oder gerade nicht vom Auto überrollt werden, wo du denkst, oh Gott sei Dank. Und dann kriegt dich lauter das Gegenteil, wo die Leute halt draufgehen plötzlich Videos. Ich so, oh Gott, du musst die ganze Zeit irgendwie wegmachen. Es hat ewig gedauert, bis ich die aus meiner Timeline rausgekriegt habe. Oh, schrecklich. Ja, oder wenn einem was zugeschickt wird, ne? Also was, glaube ich, auch den Algorithmus beeinflusst, ist, wenn ich jetzt ein Video zugeschickt bekomme, von was ich mir jetzt persönlich so nie angeschaut hätte, weil es wäre mir auch niemals vorgeschlagen worden, dann spielt es ja trotzdem wieder ein. Und auf einmal bekommt man doch wieder Unsinn. Aber so grundsätzlich würde ich schon sagen, der Algorithmus ist einem schon sehr zugeschustert. Ja. Google Assistant, genau, diese ganzen Assistenten, wie auch Siri oder so, was man auch so kennt, klar. Einmal ausgesprochen, am nächsten Tag ist die Werbung da. Das finde ich persönlich auch immer gruselig, wenn man irgendwie mal Das laut ist sehr ausgesprochen hat, gruselig, ich ja. brauche neue Druckerpatronen. Hier ist die Werbung für Druckerpatronen. Ja, Ja. hört alles mit am Handy. Absolut. Genau, Websuche war jetzt eben auch noch ein Thema. Ich glaube, Cybersicherheit fällt da ja auch mit rein, oder? Würde ich behaupten. Ist ja auch eine Ja, eigenständige KI. denke auch. Solche Sachen wie oh, medizinische Diagnostik, true, in der Medizin. Genau, Staubsaugroboter, oh, stimmt. Auch gerade so die ganzen Sachen wie Staubsaugroboter oder Heizung, die man tatsächlich schon mit Hilfe von seinem Smartphone irgendwie auch eigenständig bedienen kann oder die irgendwie die Hitze eigenständig anpassen oder saugen, wenn es dreckig ist. Fällt Stimmt. das schon unter künstliche Intelligenz? Weil ich denke mir, im Endeffekt ist es ja nichts anderes als, du stellst eine bestimmte Gradzahl ein und es wird gemessen und das passt sich dann an. Das ist ja nicht so, als würde die Heizung jetzt denken, oh, keine Ahnung, in 5 Stunden zieht ein Sturm auf und es wird kälter. Ich heize jetzt schon mal vor, weil ich denke mir, mein Mensch oder der Mensch möchte ja etwas wärmer haben, wenn es dann draußen kühler wird. Also so dieses Vorausschauende verbinde ich auch ganz häufig mit künstlicher Intelligenz im Sinne von, ich mache nicht einfach genau das, was mir gesagt wird, so was programmiert wurde, sondern ich denke tatsächlich weiter. Ich denke über dieses ja, über dieses stumpfe, so okay, da passiert was, also passe ich automatisch auf der anderen Seite was an, dass das darüber hinausgeht, dass sie einfach quasi selber schon weiterdenken. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Science-Fiction-Part, den man sich vielleicht auch ein bisschen darunter vorstellt. Aber. Nee, gar nicht so sehr. Also es ist tatsächlich, also deshalb fand ich es vorhin so interessant, welche Definition du gewählt hast. Einerseits, also je nachdem, wie man fragt, wenn du die Professor Katharina Zweig fragst, die sich damit ganz viel beschäftigt, die sagt, eigentlich ist schon Taschenrechner künstliche Intelligenz. Also quasi, denn der imitiert ja auch unser Rechnen, ne? Andererseits sagen viele, ja, künstliche Intelligenz ist für mich erst künstliche Intelligenz, wenn es eine starke ist, also eine KI, die ein Bewusstsein hat. Zusätzlich dazu wird gerade, weil es so ein Modebegriff ist, überall der KI-Glitzer drüber gestreut. Gerade bei allen möglichen Unternehmen, die irgendwelche Fördergelder abgreifen wollen, sagen die, wir machen mit KI, ja, Glitzer, KI, KI, KI. Sowas, was früher irgendwie Web 2.0 oder Industrie 4.0 war, ist jetzt halt Buzzword KI, deshalb wird das überall drüber gepackt. Deshalb ist es tatsächlich total schwierig, da zu sagen, worüber man redet. Zumal es da diesen ganz berühmten KI-Effekt gibt von Larry Tesla, ist der hat gesagt, AI is whatever hasn't been done yet. Also quasi sobald etwas gemacht wird, sagt man, ach, das ist ja keine KI mehr, das ist ja ein alter Hut. Also sowas wie zum Beispiel Navigation oder Staubsaugerroboter oder deine Heizung, ach, das ist ja keine KI, das ist ja nur. Während das ist ja das, was wir noch nicht können, das ist dann die KI. Alles andere ist ein alter Hut, das ist quasi langweilig. Sowas wie, also DeepL, ah ja, langweilig. Oder Shazam ist eigentlich auch schon KI, aber ist ja schon uralt. Ah, ist Stimmt, ja langweilig. stimmt. Fingerabdruck am Handy, Bilderkennung, ah, ist ja alles langweilig, ist ja keine KI. Ist immer so die Frage, was liegt dahinter und was ist auch, also wer ist der Sprecher und welche Message möchte der auch damit von sich geben?
Was wir jetzt im Augenblick halt an KI haben, ist halt tatsächlich ein krasser Schritt seit November 22, was jetzt gerade die Large Language Models betrifft und auch die Midjourney, sowas Bildgenerierung, also generative AIs. Da ist gerade ein wahnsinniger Schritt passiert. Alles andere ist eigentlich schon seit 10 Jahren am Kratzen und steht eigentlich schon längst vor unserer Tür und in unserem Handy. True, true. Was mich auch zu einem anderen Gedanken führt, nämlich das erste Mal, wo ich mich so ein bisschen mit dem Thema befasst hatte, war, ich glaube, wann kam der Film raus? 2010 oder so? Transcendence. 2014 mit Johnny Depp. Ich weiß nicht, ob du den kennst oder mal gehört hast. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Nee, der steht auch auf meiner Liste schon seit 1000 Jahren. Aber der hat auch so ein Upload gehabt, oder? Sein Genau, Bewusstsein ja. irgendwie. Genau, um kurz anzureißen, da geht es quasi darum, er ist todkrank. Und versucht eben sein Bewusstsein in einen Computer einzuspeisen, irgendwie über Computerwellen, versucht er einfach sein neuronales System zu digitalisieren im Endeffekt. Und spricht auch ein ganzes Lexikon voll Wörter durch, den Duden und alles, um halt seine Sprachausgabe auch original zu haben. Aber Knackpunkt an dem Film ist, wenn ich mich recht erinnere, dass es eben auch auf diese Heilung spezialisiert ist. Das heißt, die KI hat dann quasi Nanoroboter hergestellt, weil sie den Körper so analysiert hat und dadurch natürlich genau weiß, wie müssen die Nanoroboter angeordnet sein, um den Körper weiter am Laufen zu halten. Und das war quasi dann sehr darauf fokussiert, okay, wo nehme ich die Energie her? Das hat dann einen riesen Solarpark mit Panels irgendwie erstellt und war dann aber auch im System drin. Also der war dann in allen technischen Geräten verteilt, ähnlich wie bei Lucy, vielleicht kennt man den Film auch. Und der war dann quasi im Netzwerk drin überall, ne? Überall, wo technische Geräte waren, war diese KI präsent und konnte somit halt ja auch diese Nanoroboter steuern selber. Und das war so der Hintergrund von dem Film. Das fand ich ganz spannend, eben wenn du sagst, das ist deine Utopie, die du in Pantopia umgesetzt hast. Bei Transcendence war es eben ein anderer Fokus, darauf zu setzen, dass der Mensch einfach unsterblich wird. Und Ja, quasi, ne? tatsächlich. Ich habe sowas auch geschrieben. Ja? Das wäre das hier. Da Ach, geht es auch wild. um diesen Upload Ja, ins was magst du System. nochmal in die Mitte halten, weil leider, Aber ich es habe ist uns eine Dystopie. zugeschnitten. Das macht Die nichts. Unvollkommenen. Ja, The Transcendence geht auch nicht Ah, sehr gut aus. gut. Sehr gut, danke. Oder? Ja. Weil ich diese. Ich finde die Forschung halt mega gruselig, dass du. Also ich finde so, wir als Menschen haben den Last Exit. Wenn irgendwas ganz, 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 ganz schlimm ist, dann kannst du dich immer noch umbringen. Ja? Also böse gesprochen jetzt, ja? Nicht, dass es irgendwie erstrebenswert wäre, aber wenn Ja. irgendwie du kommst raus und wenn du halt dein Bewusstsein in ein externes System hochlädst, auf einen Server von Person X, dann kannst du noch nicht mal mehr da raus. Also ist so quasi die Hölle für immer. Ja, Zeitlich schon. unbegrenzt und ohne Kontrolle. Also ist so eine super gruselige Vorstellung. Deshalb würde ich das niemals machen, mein Ja. Bewusstsein irgendwo hochzuladen. Ja. Ja. Naja. Ja, genau. Ja, das Thema ist allgemein im Film, Fernsehen, aber auch im Videogame-Bereich voll präsent, oder? Ich weiß nicht, ob euch da noch mehr Beispiele einfallen oder dem Chat. Eines der ersten Spiele, an die ich gedacht habe im Videogame-Bereich, ist beispielsweise Horizon Zero Dawn beispielsweise. Da geht es auch darum, dass das Spiel beginnt eigentlich damit, grob gesagt, dass man mit einer totalen Natürlichkeit von Roboterwesen umgeben ist, Roboterpferden oder so, aber man lebt tatsächlich wie in einer alten Zeit mit alten Völkergruppen und so weiter, sehr mit der Natur verbunden, was das Ganze sehr dystopisch halt auch wieder macht. So, und man fragt sich natürlich, in welcher Zeit spielt das, weil es sowohl diesen Vergangenheitstouch hat, als auch eben diesen Zukunftstouch mit, und dann kommt halt auch eine künstliche Intelligenz ins Spiel, deswegen finde ich das Spiel total großartig. Detroit Become Human wurde auch schon Genau, genannt, da habe dachte ich mit ich Svenja auch, auch schon ja. drüber geredet, ja. Ein Spiel, was auch noch auf meiner Liste steht. Black Mirror meintest du, glaube ich, noch, ne? Die Serie. Serientechnisch. Ja, ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, Theresa, sagt dir Black Mirror was? Ja, aber ich hab die nie geguckt, weil ich immer zu viel Schiss hatte, dass das zu nah an meinen Stories ist und dann irgendwann ich was gucke und dann 5 Jahre später mir denke, oh, ich habe da eine Ja. Idee und dann schreibe ich und merke, oh, krass, das war eine Black Mirror-Folge, scheiße. Das, Yes. deshalb habe ich das nie geguckt. Jetzt Das kann vielleicht ich könnte ich es machen, verstehen. aber irgendwie.
Also die Ja. neueren Folgen sind für mich eher Murks, aber so, was ich wirklich sehr schätze an dieser Serie ist, dass sie so einen dystopischen Point rauszupfen sich und das in eine Folge packen und das einfach extremer darstellen, wie man es eigentlich kennt und man dann am Ende da hockt, total sprachlos und so denkt, boah, so weit weg ist das wirklich gar nicht. Und ich liebe diese Serie abgöttisch, die ist wirklich absolut empfehlenswert. Gerade für Menschen, die Dystopien mögen, eigentlich so eine Herzensempfehlung, ja. Genau, oh stimmt, Assassin's Creed ist auch Ja, eine KI. Das stimmt, da habe ich stimmt. gar nicht dran gedacht, aber es Ja. stimmt. Kennst du Genau. Assassin's Creed, Theresa? Also ich kenne die ganzen Spiele, ich gucke immer Game 2 auch und finde es schon ganz witzig alles, aber ich spiele selber überhaupt nicht. Das ist, Alles gut, alles gut. Ja, also in Assassin's Creed ganz kurz geht es im Endeffekt darum, dass du einen Nachkommen, muss ein Nachkomme sein, da, ne? Dass du dem ins Gehirn quasi gehst und dem. Dadurch, dass er die ähnlichste DNA noch hat zu dem Menschen, den man erforschen möchte aus der Vergangenheit, dass du dem quasi die Gedanken und das Leben von ihm damals quasi einspielen kannst. Du bist da in so einer Box quasi, in so einer Blase, wo du alles virtuell in deinem Kopf einfach nachspielst quasi. Der Animus nennt sich das. Wo, äh, wo, und dann geht es darum, etwas rauszufinden. Meistens geht es, klar, irgendwie Artefakte. um Ich bin, ja. Artefakte, genau, irgendwelche Geheimnisse auch aufzudecken und sowas, irgendwas zu erfahren, was man aus der damaligen Zeit halt hat. Beziehungsweise in Black Flag geht es tatsächlich darum, auch ein Computerspiel daraus zu entwickeln. Also die haben dann quasi diesen Edward, der Pirat war, haben sie dann quasi als Inspiration genommen, auch ein neues Computerspiel so immersiv wie möglich auch zu gestalten, eben weil du die Person hast, die in dem Animus drin ist und das wirklich erlebt, was damals passiert ist. Und also wir haben ja schon festgestellt, dass uns künstliche Intelligenzen eigentlich schon eine ganze Weile begleiten, aber durch die ganzen zuletzten Entwicklungen auch und wahrscheinlich die halt auch noch kommen werden, wahrscheinlich sehr große Veränderungen auf uns zukommen werden. Macht euch das Angst? Wie geht's euch damit? Fragst du den Ich Chat oder uns? Euch allgemein in die Also Runde. Chat kann natürlich auch gerne antworten, Chat aber auch. ich frage euch. Ja, also ich hab da keine so große Angst vor. Nee. Also ich sehe sehr viel Potenzial, sehr viele Möglichkeiten und wie Theresa vorhin auch meinte, glaube ich, hängt das sehr viel mit Angst vor dem Unbekannten zusammen und ich nicht wirklich glaube, dass sich da jetzt irgendwie die Zerstörung der Welt mit drin verbindet. Also ich bin da relativ, was so Technologien angeht, eher offen und sehr gespannt, glaube ich. Also ich glaube, Angst ist sowieso immer ein schlechter Ratgeber. Wir werden, also was ich, es ist wieder mal ein sehr, sehr großes, sehr, sehr kompliziertes Thema. Und das Problem ist, glaube ich, eher, dass da viele Missverständnisse bestehen und deshalb Politik eventuell falsch oder zu langsam handelt, weil die falschen Prioritäten gesetzt werden. Und die Entwicklung gerade so schnell voranschreitet, dass wir jetzt nicht mehr absehen können, was in einem halben Jahr ist. Was ja auch einige der EntwicklerInnen selber beunruhigt. Und wir quasi ein Tool quasi jetzt auf die Menschheit loslassen, was wir nicht absehen können. Also das Problem ist ja, durch die Funktionsweise von KI kannst du, also durch die neuronalen Netzwerke und die Funktionsweise desselben, kannst du nicht mehr nachvollziehen, warum welche Prozesse wie funktionieren. Und die Frage ist, welche Prozesse kannst du mit so einem Unsicherheitsfaktor überhaupt noch steuern? Also zum Beispiel, du kannst halt, ich habe da mit einem Informatikerfreund von mir drüber geredet, ich habe ganz lange gebraucht zu verstehen, was das Problem ist, weil er die ganze Zeit meinte, ihr seid total krass, dass jemand davon redet, die KI wüsste irgendwas, die weiß überhaupt nichts. Durch die Art und Weise, also wenn du irgendwas simulierst, sagen wir mal, die KI soll einfach nur simulieren, dass ein Auto im Kreis fährt. Und dann hast du 1 Million Varianten, wie dieses Teil im Kreis fahren kann. Und von der eine oder 1 Milliarde Mal geübt im neuronalen Netzwerk ist das drin, wie das diesen Parcours meistert oder Parcours. Und in einer einziger Variante dreht das Auto sich um und explodiert. Jetzt mal blöd gesprochen. Also es ist möglich. Also wenn das so, wir haben überhaupt nicht genug Testmöglichkeiten herauszufinden, ob dieser eine Fehler existiert. Und wenn wir jetzt aber anfangen, solche KI-Systeme in unsere Steuerungssysteme, in unseren Alltag zu integrieren, besteht immer die Chance. Sie ist nicht groß und sie kann auch sein, dass sie nicht da ist. Aber wir können nicht ausschließen, dass sie da ist. Also wir haben kein Testverfahren in dieser Art des bauenden neuronalen Netzes herauszufinden, ob wir irgendwelche krassen Errors drin haben, die und die katastrophale Auswirkungen haben können. Das ist ein großes Problem, meine ich, Punkt 1.
Das kriegst du auch nicht so richtig raus. Also in diesem EU-AI-Act, wie du quasi KI kontrollieren sollst, was die Gesetzgebung jetzt, also dieser Gesetzesvorschlag der EU, der gerade besprochen wird, da steht auch drin, dass da Accountability drin sein muss und na also Nachvollziehbarkeit und Transparenz. Aber das ist, it's not a bug, it's a feature. Das ist quasi intrinsisch gar nicht möglich in diesen KI-Systemen, die wir gerade haben. Also du wirst da immer eine Unsicherheit drin haben und ist die Frage, können wir das, wollen wir das als Gesellschaft akzeptieren oder nicht? Und das nächste ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, dass wir Menschen, also gerade die Large Language Models, diese ChatGPT und sowas, dass da nicht das nicht so richtig verstanden wird, wie das funktioniert und deshalb dem viel mehr Agency und viel mehr Bewusstsein und Intention zugeschrieben wird, als da eigentlich ist. Und Dinge für intelligent gehalten werden oder für intendiert gehalten werden, die einfach nur eine Wahrscheinlichkeit sind. Also deshalb ist ChatGPT auch eine wahnsinnig schlechte Suchmaschine, weil sie ja nur das sagt, was am wahrscheinlichsten jemand anders schon gesagt hat, aber das hat nichts mit Fakten zu tun. Und wir aber, weil wir so gewohnt sind, dass Individuen, mit denen wir reden und die uns eine sinnvolle Antwort geben, dem schreiben wir Agency und Bewusstsein zu und eine größere Expertise als jetzt ein Buch. Also intuitiv. Und dass wir quasi deshalb eventuell diese Dinge falsch benutzen, beziehungsweise sich herausgestellt hat, dass die Dinge auch viel mehr können, als eigentlich reinprogrammiert war. Deshalb falsch ist quasi gar nicht richtig, sondern wir benutzen sie auf Arten und Weisen, deren Konsequenzen wir nicht abschätzen können. Und das ist einerseits cool, weil du super viele Sachen damit machen kannst. Ich benutze es auch für irgendwelche Recherchen oder so, finde ich ganz lustig. Aber wir haben da so ein bisschen so eine Box aufgemacht, wo wir nicht genau wissen, was damit passiert. Und wir haben jetzt seit dem letzten halben Jahr 2 Milliarden Menschen damit rumexperimentieren und spielen lassen und die ganzen Daten wieder verarbeitet. Und das ist schon, also ich, Angst, nee, aber es, also das finde ich, das sind so Gedanken, die bei mir damit reinspielen, die ich Ja. so in mir schwebend habe, wenn ich sage, okay, wenn ich an OpenAI denke, okay, ist cool, aber, und das ist cool, aber, und muss man mal ein Auge drauf haben. Zumal, also eine Sache, die ich auch ganz, die ich ein großes Problem finde, sie nennt sich systemischer Login, dass die KI-Systeme irgendwann so groß und komplex und kompliziert werden, dass nur noch sehr wenige Firmen oder Unternehmen oder Staaten die Strom- und Energiekapazität, also die Rechenkapazität haben werden, um diese KIs zu betreiben. Das heißt, die Einstiegshürde für diese Technologie wird in kürzester Zeit so hoch sein, dass du keine Startups mehr hast und keine WissenschaftlerInnen mehr haben wirst oder eventuell, die da überhaupt noch mithalten können, weil das schon von so großen Hügeln quasi aus gemanagt wird und du gar nicht mehr anfangen musst, mit deinem kleinen Mini-KI-System da zu forschen. Und dann haben wir eben eine sehr noch größere Monopolisierung der digitalen Welt bei einigen kleinen Unternehmen. Und Staaten, die bereit sind, dafür mega viel Geld auszugeben. So gesehen, ich rede mich schon wieder im Kopf und Kragen, ist ein riesiges, riesiges Thema. Ja. Nee, ich finde es voll spannend. Also auch absolut nachvollziehbar tatsächlich an der Stelle. Gerade was Transparenz und Erklärbarkeit angeht, weil ich ja von mir selbst auch noch sagen muss, ich kann ja selbst einen Computer nicht so richtig nachvollziehen. So, da fängt es Ja. ja schon an. Also klar weiß ich, der besteht irgendwie aus Nullen und Einsen, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das wäre für mich nicht irgendwie Magie, dass ich jetzt überhaupt hier sitzen, mit euch reden und gleichzeitig streamen kann. So, und euch Ja. sehen kann. Das ist für mich absolut fantastisch fast. Ja. Ja. Deswegen auch irgendwie voll weit weg, das Ganze, würde ich behaupten. Ja. Und dann kommt auch noch dazu, wieder um einen Bogen zu kriegen zum Gaming, weil ich ein großer Fan bin von den Chica aus dem Zelda-Universum, die auch mit sehr gro also mit krassen Tools arbeiten, auch technischen Sachen und sehr, sehr weit sind, was das angeht. Und die haben eben die Philosophie, dass es kein böses Tool gibt, sondern es immer darauf ankommt, was die Menschen daraus machen. So, also immer, es kommt immer auf die Person drauf an, die dieses Tool benutzt. Und das ist etwas, was mir, glaube ich, ein bisschen Sorge bereitet, weil inwieweit ist das Ganze sicher und was machen die Menschen daraus? So, also was wird damit noch möglich sein? Genau, das finde ich ist eine Sorge, die vielleicht auch eine Daseinsberechtigung hat an der Stelle. Also ein ganz, also ich glaube, dass das allergrößte Problem oder die größte Gefahr, die damit einhergeht, ist tatsächlich die der massenhaften Fehlinformationen,
weil du das einfach, also das haben wir jetzt schon und da sind sich viele Leute gar nicht bewusst, dass das jetzt schon geht. Du kannst jetzt ja nicht nur Fake-Fotos, sondern Fake-Videos und Fake-Stimmen machen. Das heißt, du kannst Ja. unkomplett demnächst auch noch komplett Video. Das heißt, ich gebe nur noch ein, mach mir ein Fake-Video, wo Olaf Scholz eine Katze zertritt und bitte schau, dass es jeweils die Katze des Nachbarn ist. Also schick die an die Person, schau, welche Katze der hat in seinem Social Media, mach, dass es die gleiche Katze ist und schick ihm das Video. Und das machst du bei 1 Million Leuten und das geht innerhalb von einem Schnips quasi. Deepfakes, Und ja. da noch irgendwie die Medienkompetenz und die Kritikfähigkeit zu haben, das anzuzweifeln. Weil ich meine, Olaf Scholz und Katze ist jetzt sehr weit hergeholt. Aber du brauchst ja nur, ich habe schon gedacht, wäre ganz geil, mit der Stimme von Volker Wissing bei der Bild-Zeitung anzurufen und zu sagen, wir machen das Tempolimit. Das wäre mal geil. Das fände ich cool. Würde auf jeden Fall für eine Schlagzeile sorgen. Aber das ist einfach was auf uns zukommen wird. Und das werden wir massenweise kriegen. Und das wird massenhaft auch das Vertrauen in Presse und in Videos zersetzen, weil man eben nicht mehr weiß, wie man trauen kann. Und entweder das führt zu so einer kompletten Auflösung, dass man kann niemandem mehr trauen, was ja super schlimm wäre, oder halt, was meine Hoffnung wäre, dass du quasi ganz dezidiert eben Journalismus wieder wertiger wird, weil du sagen kannst, das sind Quellen, denen ich vertrauen kann. Ich weiß, dem traue ich, weil der hat recherchiert, der hat Expertise, der ist seriös und so weiter. Und da müssen wir halt gucken, dass wir da in einer Welt weiterhin sind, wo Informationen quasi deshalb wichtig sind, weil man weiß, wo sie herkommen. Weil ich jeden Scheiß halt reingespült bekommen kann. Und nicht mehr weiß, ist das wahr oder nicht, sondern ich weiß es nur, weil es aus der entsprechenden Quelle kommt in Zukunft. Ja, Das ja, gerade mit stimmt. dem Telefon und so, ne? Man, also tatsächlich raten ja viele Magazine heute auch schon, sich irgendwelche Codewörter auszudenken, die man halt bei engen Familienmitgliedern oder Freunden benutzt, einfach weil das schon sehr ausgenutzt worden ist mit irgendwelchen Fake-Stimmen am Telefon. Genau, also Ja. dieser Enkeltrick mit hier WhatsApp hier, Mami, mein Handy ist weg, kannst du mir was schicken? Ist ja eine Sache, manche sind drauf reingefallen, manche fallen immer noch drauf rein, aber wenn du angerufen wirst von deinem Kind und das ist die Stimme, ja, sorry, klar, helfe ich dann. Ne? Also der Schritt, dass ich mir denke, krass, die Stimme meines Kindes wurde geklaut, jetzt ruft er mich an und pff, also. Ja, ich habe halt die Hoffnung, dass sich das halt gerade durch eine KI dann auch wieder auspendelt. Also es gibt ja immer, wenn du ein System hast oder eine Software oder irgendwas, die sowas halt bewerkstelligt, ist halt meine Hoffnung, dass du halt dann im Gegenpol eine genauso gute Technologie entwickelst, die das eben verhindern kann, zum Beispiel, oder erkennen kann. Und wenn man da wirklich von künstlicher Intelligenz spricht, ob es dann wirklich auch diese Kreativität, diese Weitsicht irgendwann mal geben wird, dann zu sehen, okay, da hängt jetzt wirklich ein echter Mensch am anderen Telefon. Oder ob die KI in deinem eigenen Handy das dann checkt, hey, da wird gerade einfach nur, ne, irgendwie eine Stimme modifiziert noch. Also Guter wenn man da Punkt. so ein bisschen weiterdenkt, hätte ich halt gedacht, regelt sich das, ne? Es kam plötzlich, als das Internet auch kam, waren dann plötzlich irgendwelche Viren per E-Mail. So, da kamen ja auch super schnell dann auch direkt diese Antivirenprogramme. Das heißt also, klar kann man generell Internet, Vernetzung und so weiter, was man da auf seinen eigenen PC drauf spielt, super gruselig am Anfang gewesen. Heutzutage arbeiten wir alle damit und rechnen mit den Risiken, die da und kennen uns auch aus. Ne? Weiß ja eigentlich jeder, dass man auf dubiose E-Mails nicht draufklickt und so. Und es wird auch immer mehr kommen. Und ich denke, wenn man in der KI sich weiterentwickelt, dass das dann genauso in der Gesellschaft ankommen wird, dass wenn man sich bewusst ist, dass es sowas wie eben die Deepfaces oder solche Fakes einfach gibt und dass man damit leben muss, dann, wie du sagst, brauchen wir aber einen Kanal, einen Kommunikationsweg, wo nicht die ganze Welt in Chaos ausbricht, weil jeder andere Informationen kriegt. Und das stimmt, wenn man darüber nachdenkt, wenn es dann auch wieder in unterschiedlichen Ländern anders gehandhabt wird, ist es natürlich unfassbar einfach, mit einer KI auch die Bevölkerung zu manipulieren und zu beeinflussen, weil du halt sagst, hey, das ist so. Und eine KI ist in der Lage, das auch überall gleich auszuspielen und zum Beispiel bestimmte Dinge auch rauszufiltern und damit Dinge cancelt und jetzt zum Beispiel in irgendwelchen Büchern oder so, dass die KI schon rausliest, wenn da bestimmte Wörter drin vorkommen. Letztens hatte ich zum Beispiel gehört, dass in anderen Ländern queere Themen aus Büchern auch wirklich rausgestrichen werden und nicht verkauft werden sollen. Und da ist eine KI natürlich auch in der Lage, alles im Internet zu kontrollieren, dass egal welche Tweets und so weiter, dass es einfach gelöscht wird und den Leuten nicht angezeigt wird. Und das ist halt super gefährlich, wenn man dann irgendwie das länger nachdenkt, so unterschiedliche Werte sich auf der Welt auch ausbreiten und wer hat die Macht darüber? Und das ist schon gruselig, darüber so ein bisschen nachzudenken. So, gerade wenn alle vernetzt sind, ist so dieses Fluch und Segen zugleich.
am Ende vom Tag fällt es dann leicht, eben dieses Feindbild auch wieder zu finden, wenn man dann eins möchte. Ja, wenn man eine KI zur Unterstützung hätte, die Idee finde ich klasse. Die sind leider gerade überhaupt nicht an dem Punkt, aber die Idee gefällt mir total gut, muss ich Ah, sagen. also ein bisschen schon. Also es gibt schon Leute, die an sowas arbeiten. Also es gibt ja auch zum Beispiel KI-Tools, die rausfinden, ob ein Bild von der KI generiert wurde oder nicht. Ja. Und auch teilweise, welche Quellen da benutzt wurden. Ja. Das funktioniert natürlich nicht mit allen, aber grundsätzlich, das, was du gesagt hast, ist total richtig und valide und wird wahrscheinlich auch passieren, dass du halt so, wie du Virenscanner hast, auch KI-Scanner hast und wenn du dann durch Social Media scrollst, dass dann im Pop-up kommt, Achtung, KI, Achtung, KI, Achtung, KI und dann, Ja. also sowas kann ich mir schon Zum vorstellen, ja. Beispiel. Ja, wäre cool, wenn sowas allen verfügbar wäre und man sich da diesbezüglich keine Sorgen machen müsste. Eine andere Frage wäre dann natürlich auch Datenschutz und Privatsphäre, ne? So, Ja, wie die gut. irgendwie gewährleistet werden könnte, wenn wirklich alle Super Daten schwierig. eingelesen werden bei einer KI. Ja. Also es gibt da gerade ein paar Verfahren, die laufen in den USA, hauptsächlich gegen Google und gegen OpenAI. Eben einerseits, was Urheberrecht betrifft, andererseits, was Datenschutz betrifft, weil natürlich die einfach alles eingelesen haben, ohne irgendjemanden um Erlaubnis zu fragen. Also auch irgendwelche Leseproben, jetzt auch von meinen Büchern oder von KollegInnen, wurden natürlich auch eingesaugt, ohne dass wir irgendwas davon kriegen. Das wird, aber das ist genauso wie in Anfangszeiten des Internets, auch mit Musikklau und dann mit Streaming und so. Und irgendwann ist ein Geschäftsmodell, ein beschissenes, aber okay, ist ein Geschäftsmodell. Das muss sich einfach klären und da ist die Gesetzgebung leider immer ein bisschen hinten dran, aber irgendwann werden wir da Regeln finden, damit zu leben irgendwie. Ja, ich denke, das wäre schön, dass sich auch die ganzen Irgendwie, KünstlerInnen keine denke Sorgen ich. mehr machen müssten. Ja, genau, absolut. Ja, und da sind wir auch schon am Punkt Arbeitsplatzveränderungen. So, was für Auswirkungen eine künstliche Intelligenz auf dem Arbeitsmarkt hat, wo es Vorteile mit sich bringt, weil es bringt ja sehr, sehr viele Vorteile für uns alle, aber wo eine durchaus berechtigte Sorge ist, für ja, und soziale und wirtschaftliche Herausforderungen noch auf uns zukommen. Also da muss ich sagen, das ist so ganz interessant, weil am Anfang wurde ich immer gefragt, also gerade als ChatGPT so im Februar, März, als es so jetzt ganz groß wurde, ja, machst du dir da Sorgen, ersetzt zu werden? Und dann habe ich mir so ein bisschen überlegt, so, ja, nee, gar nicht. aber machst du dir nicht Sorgen, ersetzt zu werden? Weil ich sehe eigentlich das genau umgekehrt. Ich glaube, dass alle Jobs bedroht sind und die, die am besten noch durchkommen werden, sind die KünstlerInnen. Weil, also abgesehen davon, dass du natürlich gerade also im Textbereich natürlich eine gewisse Schicht, Sparte von Texten hast, die jetzt nicht besonders anspruchsvoll sind, die halt relativ nach Schema F geschrieben sind, die kannst du wahrscheinlich durch eine KI leicht einfach produzieren. Leicht verdauliche Kost oder ich sage einfach, ich hätte gern Porno, der soll auf Mittelerde spielen mit den Charakteren von Harry Potter. Okay, sowas kann mir die KI machen. Also jetzt noch nicht, weil Pornos macht OpenAI nicht, aber kann ich mir schreiben lassen. Ist keine Frage. Aber ich zum Beispiel lese ja nicht einen Text, weil der irgendjemand geschrieben hat, sondern ich lese ja dezidiert von einem Autor, von einer Autorin, weil mich ein Thema interessiert und weil mich die Gedanken dieser Person interessieren. Und so glaube ich auch, dass es ein KünstlerInnen-Label irgendwann geben wird. Dann steht dann halt hier Bio drauf, Bio-Mensch geschrieben. Und witzigerweise, ich habe auch mit IllustratorInnen gesprochen, die sagen auch nein, nein, also sieht sich da gar nicht bedroht, weil meine Bilder sind etwas Besonderes. Dann habe ich mit SchauspielerInnen gesprochen, nein, nein, die sehen sich gar nicht bedroht, weil echte Emotionen kannst du nicht faken. Und lustigerweise, also zu wem du gehst, jeder hat so von sich die Vorstellung, nein, nein, also ich bin ja mehr. Also jeder hat da so ein Dünkel, ich ja auch, ne? Also ich nehme mich da völlig mit rein. Nein, nein, aber alle anderen, ihr habt alle verkackt, aber ich bin safe. Und ich aber, wenn ich ich benutze auch Midjourney und finde die Bilder mega geil und sage, natürlich benutze ich das, ist super geil. Und habe letztens Indiana Jones angeschaut und ja, man hat noch gesehen, da bei dem verjüngten Gesicht, das war alles so ein bisschen nicht so perfekt, aber hey, in 2, 3 Jahren ist das überhaupt nicht mehr zu unterscheiden. Und selbstverständlich möchte ich mir dann noch Indiana Jones 6 anschauen, ist so. Und die KünstlerInnen kriegen da teilweise halt überhaupt kein Geld. Also Harrison Ford hat sicher Kohle dafür gekriegt, aber andere KünstlerInnen werden halt abkopiert und werden dann da in die Filme reingepackt. Also es ist ein Riesenthema, ein Riesenproblem und jeder hat so seinen Dünkel, wie gesagt, die KünstlerInnen glauben, sie kommen durch, aber ich denke mal, dass wahnsinnig viele Jobs, White-Collar-Jobs einfach von Organisation, Büroarbeit, Planung, das wird alles verschwinden und innerhalb der nächsten 5 Jahre. Ich bin Und sehr dann haben gespannt. wir, Ja. schauen wir mal, was dann passiert. Ja, War ja schon Diskussion hier auf Twitch. Ich glaube, es gibt auch eine KI, die streamt, ne? Habe ich gehört. Nicht in Deutschland, aber Echt?
Was macht Habe die ich schon so? gehört. Ich habe es mir noch nie selber angeschaut. Das war auch wirklich über Hörensagen, wo ich das mitbekommen habe, weil wir hatten dann so ein bisschen über das Thema gesprochen, wie wäre es denn, wenn man natürlich liest die KI dann den Chat, ne, sitzt hier im Stream und liest den Chat, kann darauf eingehen, kann darauf antworten. Ähnlich wie ein Bug vielleicht aus irgendwelchen Tweets oder so, irgendeinen Slang und sich aneignen, den man hier im Gaming, im Twitch-Bereich irgendwie so hat, kennt dann natürlich dadurch auch viele große Creator, weil der total, ne, über alles Bescheid weiß im Endeffekt. Also wenn du eine KI hast, die wirklich alles einlesen kann, was halt öffentlich im Internet steht, dann weiß die ja im Endeffekt auch alles, was man wissen kann. So. Und das theoretisch kann die ja dann auch ganz normal eine Sprachausgabe oder mit dir chatten oder so. Und das als Streamer, ne, der kann das Spiel zocken und nicht die eigenen Gedanken wiedergeben, sondern die hat ja dann im Endeffekt auch ein riesen Repertoire in den ganzen YouTube-Videos an Let's Plays, die auch schon aufgemacht wurden und reagiert dann so, wie du auch schon gesagt hast, die wahrscheinlichste Antwort, ne, meintest du vorhin bei ChatGPT so, ne, so, was womöglich am besten bei den Zuschauern ankommt. Und so kann die Person dann reagieren, weil das Spiel bleibt ja immer gleich, so die Szenen in so einem Game. Und dann jetzt als Beispiel, wenn irgendwas passiert, du spielst The Witcher oder so und man hat irgendwie eine total rührende Szene gerade, dann lernt die KI ja auch von Reaktionen, die andere Menschen auch direkt hatten und weiß dann in dem Moment, versteht sie das natürlich nicht, dass es eine traurige Situation ist, aber lernt natürlich aus den Videos, die schon existieren. Und das stelle ich mir super spannend irgendwo vor. Ich glaube aber auch nicht, dass das dann so die Zukunft wäre, dass so eine KI das dann komplett ersetzen würde. Ja, Und weil wenn es sind ja doch, auch wo immer sie noch. dann am Ende landet, weißt du, was so das Ja. erfolgreichste Konzept wäre hier so auf Twitch, Ja, finde ich genau. Es alleine wäre schon das sehr, Erfolgreichste das wäre eigentlich, super weil es immer spannend. das Beste rauszieht an Reaktionen, was die Menschen gucken. Zum Beispiel irgendwie total dieses Ausgefallene. Oder auch eher dieses Ruhige, kann ja dann alles ausprobieren. Es ist sehr, sehr spannend, darüber mal nachzudenken. Finde ich. Voll, bin ich ganz bei dir. Ich hatte jetzt gerade noch eine Frage im Kopf, jetzt habe ich sie gerade wieder ein bisschen verloren. Wir hatten es über den Arbeitsmarkt und so. Was ich super spannend fand da ist, auch im Sinne von, also wir reden immer über Deepfakes und wie schlimm das ist und so, klar. Aber wo die Möglichkeiten der Videobearbeitung auch schon liegen, ist halt super krass, auch beispielsweise bei der Schauspielerei. Ich habe neulich einen Horrorfilm geschaut, ich habe den Namen vergessen, aber da geht es im Prinzip darum, dass zwei Mädels hochklettern auf so einen riesigen Mast, so einen Funkmast, und da oben dann stecken bleiben. Und da gibt es halt eine Szene, da sollten sie freiweg einfach so agieren, wie es ihnen natürlich scheint. Und da haben sie angefangen, richtig krass zu fluchen vor der Kamera. Und am Endeffekt haben sie diese Szene zwar übernommen, aber The Fall heißt ja genau. Aber im Endeffekt haben sie genau diese Szene genommen, haben aber die Mundpartie und die ganze Mimik bearbeitet, sodass sie dann am Ende was anderes gesagt haben. Also nicht diese krassen Schimpfwörter. So, und dass sie das bearbeitet haben, ist eine krasse Entwicklung, weil das ist null aufgefallen. Also mit den Möglichkeiten, die wir halt heute haben, und ja, finde ich total spannend. Es gibt auch eine Black Mirror-Folge, die das thematisiert, wo es eine KI gibt, wo eine Schauspielerin quasi nur den Vertrag unterzeichnen musste, dass sie als Schauspielerin herhalten durfte. Ah, Aber okay, die cool. ganze KI hat die komplette Serie selber erschaffen. Und ja, fand ich auch sehr spannend, das ganze System dahinter. Bin super gespannt, wo das Ganze noch endet. Bin ich ehrlich. Ja. Yes. Ja, vor allem jetzt gerade mit diesen ganzen Streiks, wie man mitgekriegt hat in Hollywood, vielleicht von den Drehbuchautoren und den Schauspielern. Ich habe gestern erst einen Tweet gelesen von einer Schauspielerin, die war in, weiß ich nicht, in irgendeinem, ich kannte sie nicht. Und ich habe, nee, auf Instagram war das, ein Post, wo sie meinte, sie hat plötzlich gemerkt, sie ist in dem und dem, weiß ich nicht, Nummer 5 war sie drin, Final Destination 5 oder was auch immer. Sie hat aber nur für eins unterschrieben. Und da stand halt dann drin, dass das Unternehmen halt die Dinger für weitere Sachen benutzen darf. Und sie dachte halt, es geht nur um Presse und Werbung. Nee, sie haben halt damit noch einen ganzen Film bestückt. Wahrscheinlich in der Rückblende oder irgendwas, aber sie hat dafür keinen Cent gesehen zum Beispiel. Ja? Und das war jetzt einfach nur mit Content, den sie schon abgedreht hatte. Aber genau diese Black Mirror-Folge, du scannst die Leute einmal ab oder musst du noch nicht, man musste nur die Fotos von denen beschaffen, gibst ihnen irgendeinen Vertrag, den keine Sau durchblicken kann und schon hast du die ganzen Rechte und kannst für alle Zeit da irgendwie Filme mitmachen. Also ich glaube, das ist ein total reales Problem, was auf uns zukommt.
Vor allen Dingen kann halt Content geschaffen werden, mit der die Schauspielerin auch nicht einverstanden gewesen ist. So, die hat auf einmal eine Folge gesehen, war so, jetzt glauben die Leute, ich habe das wirklich gemacht. Ja. Ja, absolut, absolut wild, ja. Ja. Und dann haben wir noch die Frage nach den Langzeitfolgen. Das finde ich auch super spannend, inwieweit so eine KI und die ganzen krassen Veränderungen und Entwicklungen, die wir gerade haben, die Menschheit in ihrem Denken und auch vielleicht möglicherweise in der Ethik noch beeinflusst. Da habe ich erst letztens was gelesen, erstmal, wie KI KI beeinflusst. Und zwar war die Sache die, dass KI immer Menschen brauchen wird, um Content zu generieren, weil sie sonst dement wird. Da dachte ich mir, hä, was ist das denn für eine Schlagzeile? Aber dann war es ganz klar. Mittlerweile, also bisher, also die textbasierten KIs, die schnupfen sich ja die ganzen Texte rein und schauen dann quasi, was ist das Wahrscheinlichste im Gesamtkontext. So, jetzt wird aber im Augenblick das Internet selber mit Text von KIs geflutet. Das heißt, und der ist natürlich weniger versatil, der ist weniger vielfältig, sondern der ist ja schon das Wahrscheinlichste. Und jetzt kommen wieder neue KIs, die schnupfen sich wieder den Text rein und wissen wieder, ah, das ist die Wahrscheinlichkeit. Und wenn man das ein paar Generationen weitermacht, hast du am Ende, also kannst du das so weit weitermachen, bis es am Ende nur noch einen Satz gibt quasi, den eine KI erstellen kann, weil das das Wahrscheinlichste ist, was gesagt wird. Also wenn das immer an sich selber trainiert und immer die wahrscheinlichsten Sachen nimmt, fällt alles drumherum langsam weg. Und so verödet quasi oder verarmt quasi das eigene Sprachempfinden dieser KIs. Deshalb brauchst du Menschen, die dir immer von außen Input liefern. Das fand ich geil. Und aber das Zweite natürlich, was uns Menschen jetzt betrifft, wir werden natürlich einfach ein bisschen dummer werden, ein bisschen verblöden. Weil wenn ich meine, es ist ja jetzt schon so, ich muss mir nicht mehr alles merken, ich schaue schnell bei Google oder bei Wikipedia nach. Und wie die Telefonnummern meiner Freunde sind, keine Ahnung. Vor 20 Jahren wusste ich die noch alle auswendig. Und wenn ich jetzt immer einen Assistenten dabei habe und daher mach mal das und schreib mir das, dann habe ich natürlich nicht mehr den, so sehr wie heute, den Drang, Neues zu lernen, Neues auch zu behalten, auch eine Sprache vielleicht zu lernen. Vielleicht sind die Übersetzer irgendwann so cool, dass man sagt, ach komm, brauchst du nicht, sprichst du rein, hier Universal Transporter, hier wie bei Star Trek. Aber es wäre natürlich schade, weil ja durch dieses selber Auseinandersetzen mit Kultur und Sprache du so viel lernst und so viel auch wächst als Person. Also es kann schon sein, dass wir als Menschheit einfach so ein bisschen dümmer werden und abhängig von der Technologie. Und auch so eine Reizüberflutung, ne? Da dachte ich gerade dran, weil wir, also so oft wie wir auch die ganzen Suchmaschinen benutzen und uns diesen ganzen Content geben, was das noch mit uns anstellt, bin ich auch sehr gespannt. Also gerade bei Bildern finde ich jetzt mit Midjourney, das sind so ein Haufen, so eine Inflation von unfassbar geilen Bildern. Das ist jetzt schon, schaust du sowas an, denkst du, ja. Also du hast gar nicht mehr so den Genuss an dieser Art und vielleicht sind die auch alle so ein bisschen auf eine Art ähnlich. Klar, weil er kann da nichts Neues schaffen, er kann da nur rekombinieren. Vielleicht ist es auch relativ schnell erledigt. Vielleicht sagen wir auch relativ schnell, also innerhalb von 5 bis 10 Jahren, okay, das ist halt KI-Kunst, die nehmen wir, aber eigentlich so richtig was Neues, für was Neues brauchst du halt die Menschen. Und dann ist es gar kein Problem mehr für KünstlerInnen und Illustratoren weiterhin zu arbeiten, weil sie halt dieses Neue liefern. Weil man so übersättigt ist an diesem Over-the-top-Super-KI-Ding. Aber im Augenblick sind die Bilder einfach großartig und du musst nichts dafür zahlen. Das ist natürlich geil. Ja, absolut. Und dann haben wir noch das Problem mit dem Rechtssystem und der Haftung. Wenn eine KI in der Zukunft irgendein Problem darstellt, in irgendeiner Hinsicht, wer ist haftbar? So, was wäre die Konsequenz? So. Also das ist die letzte Garantie für Arbeitsplätze, dass du quasi immer einen Menschen brauchst, der die Verantwortung übernimmt. Ja. Also das wirst du auch, deshalb wirst du auch in vielen Jobs, die Leute noch haben, die müssen halt diejenigen sein, die sagen, ja, haben wir so gemacht. Also ob es jetzt Ärzte sind oder ob es Managerinnen sind, die müssen halt am Ende den Kopf hinhalten, eben weil die KI immer diese Unsicherheit auch drin hat, dass du sagst, kann auch sein, dass es völlig nach hinten losgeht, aber dann muss einfach einer da sein und der wird nur dafür bezahlt, dass er im Zweifel sagt, ich war schuld. Ich bin super gespannt, wie sich das Ganze noch irgendwie weiterentwickeln wird. Gibt es da bei dir irgendwas in der Planung gerade, irgendein Projekt, irgendein Buch, worauf man sich auch noch freuen kann aktuell? Ja, klar, kann man. Ich schreibe ja immer. Aber es hat überhaupt nichts mit KI und Science-Fiction zu tun. Im Oktober kommt was raus, das ist noch ganz geheim. Das darf ich noch gar nicht drüber sagen, aber es kommt raus. Am 20. Oktober. Mhm. Stell mir es vor. Okay. Save the date. Am 8. März kommt was raus, wo ich dran beteiligt bin. Ist aber ein Sachbuch. Und im Oktober nächstes Jahr kommt mein neuer Roman raus.
Nichts mit KI, nichts mit Zukunft, nicht doch mit Zukunft, es geht um Klimaaktivismus. Auch ein spannendes Thema, cool. Sehr schön. Da bin ich ja gespannt. Und was mich persönlich noch interessiert hier, als ich Pantopia gelesen habe, ich sehe das Ganze auch sehr in der Verfilmung oder in der ganzen Serie sogar. Ist da irgendwas in Planung, irgendwas im Busch möglicherweise, was du schon verraten kannst? Es fragen mich echt voll viel und jedes Mal denke ich mir, ja Mann, ja, ich sehe das auch so, aber hallo, wo seid ihr alle? Ja, wie es halt so ist, der Verlag hätte da natürlich auch Bock drauf und da werden natürlich entsprechende Gespräche geführt, aber so wie ich das jetzt mittlerweile mitgekriegt habe, ist es quasi gleich das, also einem Meteoriteneinschlag oder Lottogewinn von der Wahrscheinlichkeit, bis irgendwas mal irgendwann verfilmt wird. Also jedes Ding, was ins Fernsehen kommt, da kannst du niederknien und sagen, ja Wahnsinn, dass ihr diesen Förderdschungel-Organisation geschafft habt. Weil du hast ja in Deutschland nicht irgendwelche großartigen Produktionsfirmen, so wie in Amerika. Ich meine, du hast jetzt natürlich auch Netflix, was hier was macht, aber normalerweise ist das da gehst du von Pontius zu Pilatus und reichst Förderanträge bei den verschiedenen Filmförderinstituten der Länder ein und dann, wenn du was in Bayern und in Sachsen kriegst, dann musst du auch in Bayern und in Sachsen drehen, sonst kriegst du das nicht bewilligt. Und also lauter so Sachen, wo du denkst, wie kann denn so überhaupt jemals so ein großes, teures Projekt stattfinden? Und dementsprechend denke ich mir, ja, bitte, sehr gerne, verfilm mein Buch, aber es ist einfach. Es ist schwierig. Tja. Ja, dann würde ich abschließend nochmal sagen, vielleicht hat der Chat auch noch eine Frage oder Svenja? Hast du noch irgendwas auf der Agenda? Glaube, wir haben soweit alles angesprochen. Also gefragt, die Fragen kommen Gerade das. wahrscheinlich heute Nacht noch. So. Hätte ich das noch Ja, gewusst? was man alles überarbeitet hat. Genau, nee. Ich denke nicht. Gerade das Thema KI, ich glaube, da kann man auch echt ewig drüber sprechen, aber am Ja. Ende vom Tag ist es, ja. Kann man es nicht wissen? Es ist wie eine Absolut. KI. Absolut. Also ganz kurze Empfehlung noch kurz. Wer wissen möchte, wie ChatGPT wirklich funktioniert, dem empfehle ich sehr ein Paper von Stephen Wolfram. Das ist der die Suchmaschine Wolfram Alpha entwickelt hat. Das von vorne bis hinten erklärt. Es gibt auch ein YouTube-Video dazu, es sind 3 Stunden. Das ist ein bisschen viel, aber es ist geil, cool erklärt. Auch alles entzaubert und einfach Schritt für Schritt, wie das funktioniert. Ja, voll Richtig cool. cool von einem Ja. Experten mit Hintergrundwissen, Ja, kann ich sehr nice. empfehlen. Das ist sehr gut. Eben wie Nele vorhin auch meinte, auch für mich alles, ich glaube, wenn man sich generell auch mit Programmieren und den Themenbereichen so also überhaupt gar keine Kontaktpunkte hat, dann kann man sich jetzt überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Dass du irgendwann so diese Lawine an Wissen hast und das alles gleichzeitig durchgescannt wird und dann innerhalb von wenigen Sekunden dir irgendwie eine Antwort geliefert wird, das ist schon immens irgendwie der Gedankengang, den mal nachzuvollziehen. Chat fragt, ob man eine Möglichkeit hat, dein Buch auch mit Autogramm zu erhalten. Muss man da zu deinen Ja. Lesungen kommen oder? Am besten zu einer Lesung, wobei ich jetzt gar nicht weiß, was steht denn als nächstes an. Ist erstmal nix. Ansonsten, ihr könnt mir auch per E-Mail sowas schicken. Und dann, ich mache das schon ab und zu. Also es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag Bücher unterschreibe und verschicke, aber wenn es ab und zu mal ist, können wir das ruhig machen. Schreibt mir eine Mail, sagt, ihr hättet das Buch, schickt mir eure Adresse, überweist es mir mit PayPal und dann schicke ich euch das. Das können wir machen. Erreichbarkeit am besten dann auch, du hast ja auch Und eine eigene ansonsten, Webseite, ne? genau, aber ansonsten, falls ihr im Saarland seid oder in Berlin, empfehle ich euch ganz dringend im Saarland den Drachenwinkel. Da gibt es signierte Bücher von mir. Und im Otherland in Berlin, da gibt es auch signierte Bücher. Und da bin ich auch häufiger. Wahrscheinlich wieder irgendwann im November. Da machen wir nämlich so ein Gesprächsformat. Wie heißen wir? Vier für die Zukunft. Mit Jens Lubberdeh, Nils Westerbör, Aiki Mira und mir. Und dann immer noch plus einem Special Guest, der irgendwas Cooles, Nerdiges zu erzählen hat. Und da sprechen wir über Zukunftsthemen, Science Fiction und alles, was die Leute interessiert. Und da gibt es Bücher. Bist du auf der Frankfurter Buchmesse? Da Die ist bin ich ja auch auch. demnächst. Genau, ich bin auf der Frankfurter Buchmesse, aber wahrscheinlich nur am Sonntag. Ich bin aber am Samstag auf dem Buchhorn in Dreieich. Da stellen wir dieses neue Projekt vor, dieses Huhu, Oh. über das ich noch gar nicht gesagt habe. Aber schreibt es euch schon mal in den Kalender, es wird super, Okay. es wird was ganz anderes. Was noch fast noch nie da Schön. gewesen ist. Ich bin sehr gespannt. Ja. Frankfurter Nachdem ich Buchmesse. Pantopia gelesen habe, glaube ich das auch wirklich sehr, Ja, das kann ich mir auch gut dass du vorstellen, das dazu in der stimmt. Lage bist. Das Ja. Aber so Frankfurter Buchmesse, planst du dir das auch schon ein? Ja, also Netz. Sonntag bin ich da Ja. für eine Gesprächsrunde. Ich stelle dann ein Buch auch mit vor. Das ist auch eine echt eine Empfehlung. Es ist Werbung, aber es ist eine echte Empfehlung von Joël Luc Cachelin. Das heißt Veganomics.
Das kommt kurz vor der Buchmesse raus, vom Hirzen Verlag. Und da skizziert er so vier verschiedene vegane Szenarien, die, wie man quasi von der heutigen Welt in eine vegane Welt kommt. Weil viele, ich auch in meinen Büchern verlange das ja so ein bisschen, dass wir das machen. Also was wir verlangen, 80% der landwirtschaftlichen Flächen geht für Tiermast drauf. Irgendwas müssen wir tun. Aber wie kommen wir da hin? Und wo ist überhaupt hier überall drin, was man gar nicht weiß? Diese ganzen Bücher sind alle nicht vegan, weil da Knochenleim verarbeitet wird. Das weißt du aber nicht, wenn dir nicht jemand sagt, ey, ich habe hier ein veganes Buch, und du fragst, ey, wie? Warum ist mein Buch nicht vegan? So. Und in tausend anderen Wusste Produkten... Wusste ich auch nicht, übrigens. Genau. Und deshalb, er beschreibt eben in diesem Buch, wie man durch heutige Technologien schon das alles ersetzen könnte und wie das funktionieren würde. Also finde ich super cool. Und ich glaube, weil ich eben am Samstag in Dreieich bin und am Sonntag auf der Buchmesse, dass ich nicht schon vorher nach Frankfurt fahre, sonst habe ich so ein Hin und Her gefahren, aber Sonntag bin ich da. Schön. Cool, das ist schon mal gut zu wissen. Coole Gesprächsrunde, wird gesagt. Schön. Ich fand das Gespräch auch wirklich super, super interessant. Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle an euch beide. Yes. Ich danke dir. War voll cool. Voll schön. Ja. Wahrscheinlich bei deinem nächsten Buch dann wieder. So. Wie gesagt, ja. es wird keine Utopie, geht um Klimaaktivismus und es wird hart und fies und es ist sehr schwer zu schreiben. Ich bin super gespannt. Das kann ich jetzt schon sagen. Cool. Sehr, sehr cool. Ja, wo kann man dich denn, wenn man jetzt mehr von Theresa Hanik sehen, lesen, hören möchte, was Projekte angeht, was dich angeht, auf welchen Social-Media-Plattformen oder generell, sagst du, kriegt man deine meisten? Ist es auf deiner Website, Twitter, Instagram, wo bist denn du da so ein bisschen unterwegs? Oder sagst du, das ist alles ein bisschen, hast du zwar, aber nicht unbedingt aktuell, ne? Kennt man ja auch. Also sagen wir es mal so, ich bin seit November 22 unglücklicher Twitter-heimatloser Mensch. Ich hätte immer gesagt, Twitter ist Twitter, und seitdem Elon Musk da ist, alles scheiße. Ihr findet mich immer noch auf Twitter, aber ich mache nicht mehr viel. Ihr findet mich auf Instagram, aber ich habe nicht so viel mit Fotos, also wenn, das ist schwierig. Ihr findet mich auf Mastodon, wo ich immer noch nicht beheimatet bin, und ihr findet mich auf LinkedIn und ihr findet alles auf meiner Webseite. Also ihr findet mich. Und ich versuche, alles Mögliche zu posten, aber ich habe jetzt leider im Augenblick, also... Ich habe noch nicht das neue Social Media gefunden, das mich glücklich macht. Mhm. Vielleicht kommt es ja bald, wer weiß. Wenn ihr euer Social Media besser machen wollt, dann folgt Theresa Hanik auf jeden Fall. Also. Genau, auf jeden Fall. Das wäre doch eine gute Konsequenz auf jeden Fall. Yes. Ja, ich habe auch gesehen, du wurdest nochmal, also Pantopia wurde nochmal nominiert, hä? Ja, ist geil. Finde ich auch ziemlich gut. Für den Deutschen Science-Fiction-Preis. Da wird auch verliehen in Dreieich im Oktober. Aber, ja, weiß man ja nicht. Wir drücken die Daumen. Unbedingt. Und drücken auch die Daumen für die Serie und die Verfilmung. Und wir glauben ganz arg dran. Das wird schon cool. Ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden nochmal. Und würde damit dieses Gespräch tatsächlich beenden. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, danke schön für die Einladung. War super cool, hat viel Spaß gemacht. Ebenfalls, finde ich auch. Kann ich nur zurückgeben, wirklich. Vielen lieben Dank.